Ja, moin, hallo lieber Ben oder Joni. Ich glaube, ich darf doch Joni sagen, oder? Wir kennen uns ja mittlerweile schon ein bisschen. Ja, also wenn man mich wirklich in meinem Kürzel mit dem Vornamen anspricht, so sagt man meistens Jonny. Gibt es aber auch wirklich die Version Joni. Aber bei mir ist es tatsächlich Jonny oder Jonathan halt, ne? Okay, ich glaube, wir bleiben einfach bei Ben. Irgendwie hat sich das auch so eingebürgert bei mir und Wie du alle willst. kennen mich und gut. Aber ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, wenn man irgendwie dich mal mit deinem Kürzel Vornamen Johnny anspricht oder so, ne? Ich glaube, Genau. wir wissen auch, dass Ben dein Künstlername ist. Ja, moin, Genau, Ben, schön, genau. dass du Zeit hast. Ich muss tatsächlich gestehen, du bist gar nicht meine, also du bist schon in einer engeren Auswahl gewesen von Leuten, die ich als gerne fragen wollte für das, was ich halt vorhabe oder das, was ich irgendwie Ja. vielleicht etwas länger auch machen werde. Aber eigentlich warst du jetzt so ein bisschen, das soll nicht böse klingen, du warst nicht die Notlösung, aber ich hatte erst andere Leute gefragt aus Berlin, die Initiative Erlos statt Wehrlos, falls du die kennst, aus Berlin-Neukölln. Das ist so ein Zusammenschluss von so Leuten aus Neukölln, eher aus der linken Szene, die sich viel so mit islamistischer und homophober Gewalt in Neukölln auseinandersetzen. Und die haben vor kurzem auch die Kundgebung oder aus deren Reihen kam auch diese Kundgebung in Berlin-Neukölln, da wo du, glaube ich, auch sprechen solltest, aber das. Genau, da konnte ich leider nicht da sein, aber ich weiß, was du meinst. Genau, auf jeden Fall, die wollte ich eigentlich zuerst fragen, weil ich da auch ein paar Leute kenne und ich die auch sympathisch finde. Aber die haben, das war irgendwie so ein Heckmeck und jetzt sind die wahrscheinlich Ende September dann. Und deswegen dachte ich, ach, Ben und ich, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, arbeiten auch schon so 2 Jahre gut zusammen und haben auch schon mal was zusammen gemacht. Wir haben schon mal eine Audioaufnahme gemacht. Vor 2 Jahren hab ich dich mal für den offenen Kanal Lübeck noch, habe ich dich mal Genau. eine Radiosendung mit dir gemacht. Also, genau, ich weiß, kann ich, keine Ahnung, wie viele Leute das gehört haben, weiß ich nicht. Vielleicht lade ich das irgendwann auch nochmal hoch. Aber auf jeden Fall bist du jetzt hier und ich ja, freue mich sehr, dass ich mit dir irgendwie so die kleine Interviewreihe oder vielleicht auch größere Interviewreihe, die ich geplant habe, mit dir eröffnen darf, lieber Ben. Also, ja. Freut mich auch, ja. Bei uns ist es ja immer sehr unkompliziert, ja. Schnell mal einen Anruf, hast du Lust? Ja, nein, hast du Zeit? Ja, und los geht's, ne? Genau, wenn ich daran denke, wie das doch jetzt war mit so anderen Leuten, die ich jetzt zuerst gefragt habe und so, da wissen, ja, aber ich will das nicht alleine machen und das dann der und das ist da. Und ich habe dich, glaube ich, Mittwoch angerufen und du hast gesagt, oder Dienstag habe ich dich angerufen und dann haben wir gesagt, ja, machen wir in den nächsten Tagen. Obwohl du auch mal Ja, selber genau. einen Terminkalender hast, das weiß ich ja selber. Wir arbeiten ja, wir haben ja auch beruflich miteinander zu tun und wir kennen uns ja auch über die gemeinsame Arbeit. Weiß nicht, wie wollen wir Aber das nennen? Ist das ja. diese Aufklärungsarbeit über Antisemitismus? Genau. Antisemitismusprävention, Pädagogik, wie nennen wir das, was wir machen, was du Ich würde machst? sagen, wir machen ja Aufklärungsarbeit in der Antisemitismusprävention. Ja, das ist das, was wir weitestgehend tun. Wir gehen an Schulen, wir klären darüber auf in der Theorie erstmal, was Antisemitismus überhaupt ist und zeigen vor allen Dingen halt auch an gegenwartsnahen Beispielen, dass der Antisemitismus leider etwas ist, das uns wirklich auch weiterhin im Alltag beschäftigt und uns auch begegnet. Nicht wie viele halt annehmen, dass es nur etwas ist oder sei, was irgendwie nur zur Nazizeit existierte und seitdem in der Bundesrepublik Deutschland und bei uns in der direkten Gegenwart nicht mehr so wirklich vorkommt. Ja, das ist das, was wir machen und ja, dass es bei uns so unkompliziert läuft, dass wir das ganz schnell miteinander machen können. Ich glaube, das hat halt einfach auch mit unserer Sympathie zu tun. Maybe, ja. Hatte ich, finde ich, wahrscheinlich. Genau. Da können wir nachher auf jeden Fall mal später darauf eingehen. Ich glaube, wir sowieso, dass wir, also wir haben ja sehr viele Schnittstellen auch so in den gemeinsamen Interessensgebieten, Genau. was so Antisemitismus und alles, was damit zusammenhängt, betrifft. Antizionismus, Israel-Hass, Islamismus, Rechtsextremismus. Da können wir auf jeden Fall oder werden wir auf jeden Fall noch darauf eingehen. Vielleicht machen wir das einmal ganz kurz so. Ich glaube eigentlich, jeder kennt dich. Ich weiß nicht, wie viele Leute das hören. Ich werde das ja später, wenn das fertig ist, auf YouTube mal hochladen, auf dem kleinen Channel, den ich da schon seit ein paar Jahren habe, der muss mal mit ein bisschen mehr Content gefüllt werden. Aber trotzdem. Aber hoffentlich sieht man nicht, dass ich hier kein T-Shirt, sondern nur ein Unterhemd anhabe. Nein. Selbst wenn, es ist Okay, Sonntag. jetzt musst du es rausschneiden, weil jetzt habe ich es gesagt. Lassen wir alles schön drin. Ne? Außerdem, ey, nein, selbst wenn man das sehen würde, wenn es ist halt Sonntag, Lübeck ist gerade, es regnet, es ist grau, es ist kalt, es ist eigentlich Herbstwetter. Ja. Das ist völlig okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Berlin ist. Das ist völlig okay, in Ähnlich. Unterhemd und Jogginghose vorm Rechner zu sitzen, Sonntagvormittag. Ja, Ich sehe so ist eine es auch, Jogginghose genau. anders, aber Unterhemd ist auf jeden Fall. Also, ich hätte auch, selbst wenn ich es sehen würde, würde ich denken, auch sympathisch. Du hast auf jeden Fall hier eine Allround-Kamera in meinem Zimmer installiert. Jetzt weißt du alles. Okay.
Aber trotzdem, vielleicht sagst du einmal noch mal ganz, ganz kurz, wer du eigentlich bist. Also abseits davon, Ja. wenn du wo bist, aber vielleicht sagst du es nochmal in 5 Sätzen oder so. Ja, also mein Künstlername ist Ben Salomo. Bürgerlich heiße ich Jonathan Kalmanowitsch. Ich bin, wie ich immer wieder sage, ein Israeli mit Integrationshintergrund. Also meine Familie ist 1981 nach Deutschland eingewandert. Seitdem bin ich hier in Berlin aufgewachsen. Da war ich gerade 3 Jahre alt. Und ja, so bin ich hier durch Berlin gegangen, habe hier meinen Werdegang gemacht. Schule, Oberschule, ja, irgendwann Ausbildung, abgebrochen. Später dann in die Rap-Szene reingeraten, weil ich sehr früh schon mit dem Rappen angefangen habe in den 90er Jahren. Ja, und habe die Berliner Rap-Szene mitgeprägt, unter anderem mit einer Cypher. Cypher, das ist so eine Art Veranstaltung, wo die Rapper hinkommen können, miteinander so eine Art Jam-Session zu machen. Mit einer Cypher, die dann später deutschlandweit berühmt geworden ist, mit dem Namen Rap am Mittwoch. Die habe ich 2010 dann bis 2018 gemacht. Das wurde dann ein Internet-Hype. Auf YouTube hatten wir mit der Veranstaltung 420.000 Abonnenten und über 120 Millionen Views. Ich habe diese Veranstaltung erfunden, habe sie moderiert, konzipiert. Sowohl den Abend als solches, als auch das audiovisuelle Konzept, was man später dann auf YouTube gesehen hat. Und 2018, trotz des Erfolgs und trotz der riesengroßen, ausverkauften Konzerthallen in ganz Deutschland, habe ich mich entschieden, diese Veranstaltung zu begraben. Ja, weil ich leider hinter den Kulissen seit vielen Jahren schwere, unangenehme antisemitische Erlebnisse erfahren habe und insgesamt das Klima in dieser deutschen Rap-Szene sich ja sehr judenfeindlich entwickelt hat. Ja, und das musste ich dann halt ja, ich musste da halt ein Zeichen setzen und Haltung zeigen und aus Protest eben dieser Szene den Rücken kehren. Da habe ich Rap Mittwoch sozusagen begraben. Daraufhin habe ich ein Buch geschrieben, wie meine Erfahrungen so waren in der Szene, auch nicht nur in der Szene, sondern schon als jüdischer Jugendlicher in Berlin, wie man da so aufwächst und was man da eben schon für Antisemitismus in unserer Gesellschaft an unterschiedlichen Stellen erlebt. Und mit diesem Buch, ja, bekam ich auch noch zu dem Thema mehr Aufmerksamkeit. Und ja, später wurde ich angesprochen von der Friedrich-Naumann-Stiftung, bei der ich mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Ob ich mir vorstellen könnte, in der Antisemitismuspräventionsarbeit im bildungspolitischen Sektor an Schulen tätig zu sein. Und ich war sehr überrascht von der Anfrage und ich war überhaupt auch, ich würde sagen, ja, total grün hinter den Ohren. Ich wusste nicht genau, was da auf mich zukommt, aber als ich das dann für ein paar Wochen und Monate ausprobiert habe, stellte ich fest, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, genau diese Probleme, die wir heute in der Gesellschaft haben, anzupacken und zurückzudrängen. Und ja, und seitdem mache ich das. Und seit da bin ich auch da bin ich auch dir begegnet, ne? Bei einer unserer ersten gemeinsamen Veranstaltungen tatsächlich in Norddeutschland. Ja, stimmt, es war in Greifswald, glaube ich, ne? Auch in so einem dunkler Novembertag oder so, wie morgens um 8 Uhr in Greifswald an der Schule Genau. waren. Und genau, wir haben uns, glaube ich, am Vorabend im Hotelzimmer kennengelernt, und glaube ich, gleich 4 Stunden lang unterhalten und gemerkt, Ja, wir waren uns. dass das ganz gut passt. Ja, genau, hatte ich nämlich kennengelernt ein paar Monate vorher in Lübeck. Da warst du auf einem Vortrag auch von der Naumann-Stiftung eingeladen und da war damals jemand im Publikum, der Rolf Verleger, als falls du dich an den noch erinnern kannst. Natürlich. Ja, Das war also. im Prinzip so mein erster Schlagabtausch, könnte man sagen, verbal, mit eben genau solchen Steigbügelhaltern für Antisemiten. Und ja. Genau, ganz kurz dazu zu erklären, Rolf Verleger ist so, ja, mittlerweile ist der, glaube ich, ein bisschen weg vom Fenster, aber eine Zeit lang war der mal so unglaublich gefragt in deutschen Talkshows und Fernsehsendungen, die sich halt irgendwie alle der ganz besonders ausgewogenen Berichterstattung über Israel verbunden gefühlt haben. Und da musste natürlich auch irgendwie immer ein kritischer Jude vom Dienst eingeladen werden. Und Rolf Verleger ist halt jemand, der nicht ohne Grund mal vom Zentralrat der Juden, ich glaube, sogar ausgeschlossen wurde. Der auf jeden Fall äußerst fragwürdige Thesen vertritt und auch gesagt hat, dass zum Beispiel der Angriff auf einen Kippa-Träger in Berlin 2018, da kennt ja jeder noch das Video mit dem Gürtelschläger,
der auf einen, einen Gepatriger einprügelt und ihn als Jude beleidigt. Also in seinem Sinne ist das natürlich eine Beleidigung. Dass Rolf Verleger dazu mal gesagt hat, dass sei er findet, heißt das nicht gut, aber das ist natürlich auch eine verständliche Reaktion auf das Verhalten Israels. Ich glaube, Rolf Verleger hat auch mal, Rolf Verleger ist einfach, wer will, kann ihn googeln und sich. Ja, also das ist halt, wie gesagt, ich nenne solche jüdischen Leute, die halt einfach ihr Jüdischsein wie so eine Monstranz vor sich hertragen und dann auch gerne sich instrumentalisieren lassen, eben von gewissen Kreisen. Ja, sind halt diese nützlichen Idioten, die dadurch zu Steigbügelhalter werden für die Vernichtungsantisemiten, die oder die Vorfeldorganisation der Vernichtungsantisemiten, die dann Ja, und nachrücken. genau, und das Interessante ist ja, dass solche Typen wie Rolf Verleger, die sind ja, also die sind ja eigentlich, also es ist ja immer, also es ist ja eine total kleine Minderheit im Judentum. Und so Juden, da gibt es dann halt so prominente Leute wie ja, Verleger, der eine Zeit lang mal eingeladen wurde, oder Noam Chomsky ist ja auch ein ziemlich krasser antizionistischer Jude in den USA, oder Ilan Pappe oder Pape, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Ja, da gibt es Der viele, auch Norman gute Bücher veröffentlicht über Finkelstein. die ethnische, genau, Finkelstein, der ist ja nun ganz krass mit der Ja. Holocaust-Industrie. Ilan Pappe hat, glaube ich, ein Buch veröffentlicht über The Ja, Ethnic ja. Cleansing, also die ethnische Säuberung der Palästinensergebiete. Aber das Ja. sind ja total wenig Leute, die sind ja auch in Israel, sind die, oder auch im Judentum generell, sind ja komplett isoliert. Also das ist ja einfach auch, also die haben ja gar keine Relevanz, so eigentlich. Aber die werden natürlich trotzdem gerne eingeladen, irgendwie Naja, sie haben eigentlich, wenn man jetzt so die Mehrheit oder der jüdischen Bevölkerung anschaut weltweit, steht der Großteil ganz klar an der Seite Israels, solidarisch mit Israel. Die sind halt nur laut oder lauter als diese Mehrheit, weil sie eben von, ja, insbesondere von Deutschland, und da muss man, glaube ich, so ein bisschen psychologisch nochmal nachfragen, warum. Insbesondere von Deutschland erhalten diese antizionistischen Juden seit vielen, vielen Jahrzehnten, ich glaube, den Grundstein dafür hat wahrscheinlich dieser Uri Avneri gelegt. Der hat so ein bisschen diese israelkritische Haltung als Jude gegenüber Israel zu einer Art Geschäftsmodell erhoben. Und seit Uri Avneri sind viele Juden diesem Geschäftsmodell hier in Deutschland gefolgt. Also man muss sich halt wirklich mal fragen, wieso ausgerechnet in Deutschland das so ein großes Geschäftsmodell geworden ist, als Jude und Israeli hier aufzutreten, um gegen Israel zu hetzen. Die 3D-Regel, Dämonisierung, doppelte Standards und Delegitimierung zu missachten, warum das hier so wunderbar gut ankommt. Ich glaube, da braucht man nur so ein bisschen in die Geschichte Deutschlands zurückzublicken und könnte wahrscheinlich die ein oder anderen Erklärungen dafür finden. Und ja, solche Leute werden hier leider seit Jahrzehnten hofiert. Ihnen wird hier Plattform geboten, Stipendien geboten. Sie können hier ja wunderbar ihr Gift versprühen und dafür eben dem Antisemitismus in Teilen der deutschen Gesellschaft ein legitimes Fundament verleihen. Und das ist eine, obwohl sie so wenige sind, doch in der öffentlichen Meinung schaffen sie es seit vielen, vielen Jahren hier einiges an Raumgewinn für den israelbezogenen Antisemitismus gut zu machen. Ja, ich glaube, weil es auch eine Entlastung ist, ne? Also das in Anführungszeichen Geschäftsmodell funktioniert ganz gut, weil das halt noch eine Entlastung ist. Also es ist ja halt einfach zu sagen, guck mal, aber das ist, der ist halt Jude, so, und damit ist halt unangreifbar in dem, was er halt sagt. Also das ist auch immer dieses Denken. Also warum sollte ein Jude nicht genauso Mist erzählen, wie auch ein Schwarzer Mist erzählen kann, oder egal, Genau. ja? Also Also ein so Verleger wie kann es. halt absoluten ahistorischen Unsinn erzählen über das Judentum, genauso wie Norman Finkelstein, irgendwie eigentlich mit seinem Buch Die Holocaust-Industrie einen klassischen Neonazis damit in die Hände gespielt hat. Genau. Und das sind natürlich, also auf solche Leute beziehen sich tatsächlich ja sogar klassische Nazis. Das ist schon Genau. interessant. So. Und die erfüllen natürlich damit eine Entlastungsfunktion, obwohl es ja, wie gesagt, eine totale Minderheit ist eigentlich. Aber ich habe das selber auch Ja. bekommen in Diskussionen, die ich früher in meiner Zeit in der linksradikalen Szene hatte, die sich dann genau auf solche Typen halt bezogen haben. Oder auf irgendwelche israelischen Anarchisten. Damals gab es die Anarchists Against the Wall, falls du die kennst, so eine winzige israelische linksradikale Splittergruppe von so 8 Leuten, die aber innerhalb der linksradikalen Szene total gehypt waren, weil das halt israelische Anarchos waren, so, die dann sich halt gegen den Mauerbau da im Gazastreifen da, oder ist ja keine Mauer, ist ja ein Zaun, aber Ja.
ja, da Ja, lautstark gewandt haben. also So. es ist halt, das Ding ist halt, es ist nicht, also obwohl es Splittergruppen und kleine Minderheiten sind, bekommen sie eben von gewissen großen Mehrheiten, die nicht jüdisch sind, eben diese große Plattform, und sie werden dann halt in der öffentlichen Meinung derartig aufgebauscht. Da gibt es halt auch zum Beispiel hier in Deutschland eine Gruppierung, die nennt sich Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Palästina. Die haben mich auf jeden Fall auf dem Kika seit einiger Zeit, twittern immer wieder mal so Sachen gegen mich. Und wer schon so sein Jüdischsein eben wie so eine Monstranz vor sich herträgt, das ist ganz klar ein Zeichen dafür, dass man sich hier so ein Schutzschild vor Antisemitismusvorwürfen aufbauen möchte. Und guckt man da so ein bisschen auf die Inhalte, die sie da vertreten, da sieht man ganz klar absolutes Israel-Bashing, Delegitimierung, doppelte Standards, Dämonisierung, Apartheid-Staat und so weiter. Die fallen sofort durch die 3D-Regel. Nicht mal ein D schaffen sie aufrechtzuerhalten, ja. Das ist ganz klar Antisemitismus. Auch wenn es eben Juden sind. Auch Juden können Antisemiten sein, so eben wie auch Frauen Antifeministinnen sein können. Ja. Und man sollte den Menschen, die beispielsweise eben für ihre Rechte kämpfen, sprich den Feministen, überlassen zu definieren, was Feminismus ist. Und eben halt auch den Juden und den Zionisten vor allen Dingen, die sagen, Juden haben das Recht auf einen eigenen Staat und auf das wahrgenommen werden auf Augenhöhe als Nation. Eben den Zionisten, den sollte man überlassen zu definieren, was Zionismus ist. Und das ist ja auch so eine Sache, diese Leute und ihre antisemitischen Unterstützer haben schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten es geschafft, den Zionismusbegriff zu geiseln, ihn umzudeuten und etwas ganz anderes daraus zu machen, als was es wirklich ist. Und traurigerweise hier in Deutschland bekommen diese Leute verhältnismäßig für die Bevölkerungsanzahl eine wesentlich größere Plattform, als sie beispielsweise in anderen Ländern hier in Europa bekommen. Und ja, das hat definitiv was mit diesem Entlastungs- und Schuldabwehr-Antisemitismus zu tun, dem sogenannten Post-Shoah-Antisemitismus, also der Judenhass nicht trotz Auschwitz, sondern wegen Auschwitz. Also weil man halt in der eigenen nationalen Geschichte hier in Deutschland als Deutscher, als Biografiedeutscher in der Bundesrepublik eben diese barbarische nationale Vergangenheit hat, brauchen einige, nicht wenige, so eine Art Ableiter, um sich mit dieser auch vielleicht in eigener Familiengeschichte verstrickten Vergangenheit besser zurechtzufinden oder irgendwie wohlzufühlen, und dafür braucht man dann halt eben ein brutalisiertes Israel. Und dieses brutalisierte Israel wird halt auch dann hier in Teilen der Medien durch Täter-Opfer-Umkehr, durch Verdrehung von Ursache und Wirkung erschafft richtig methodisch. Und auf diese Art und Weise, da kommen dann halt noch diese Juden oder Israelis ins Spiel, die das dann halt auch noch bestätigen. Auf diese Art und Weise geht man so einen verkürzten Weg der Aufarbeitung der eigenen barbarischen nationalen Geschichte und sagt sich, naja, die Israelis, die Juden sind ja auch nicht besser, also muss ich mich ja mit meiner eigenen barbarischen Familiengeschichte, weil da ein paar Nazis waren, gar nicht so wirklich auseinandersetzen. Und überhaupt, was hat das mit mir zu tun? Und jetzt mal brauchen wir mal eine gedenkpolitische Kehrtwende und Mahnmal der Schande. Und das finden wir halt auch auf Seiten des rechten Spektrums, wie ich das gerade so ein bisschen zitiert habe, mit den Aussagen von Björn Höcke und Gauland der AfD und alles, was noch rechts davon sitzt. Und wir finden aber ähnliche Aussagen, nur vielleicht mit einer anderen, ja, so der wirkliche Inhalt ist eigentlich derselbe, es wird nur anders ausgedrückt, finden wir eigentlich auch in Teilen des linken politischen Spektrums. Dort sagt man dann eher, Israel sei eben ein Apartheidsstaat oder ein Kolonialstaat und gehöre abgeschafft. Also am Ende des Tages, egal wie, ob der Antizionismus und Antisemitismus von rechts oder eben von links, am Ende des Tages ist er für Juden tödlich. Und beide beziehen sich mitunter auf ähnliche Grundnarrative. Ja, das ist nämlich total interessant. Ich hatte vor kurzem eine Veranstaltung gemacht mit Jan Gerber aus Halle, der
was gemacht hat zum Thema Kolonialismus, Postkolonialismus und Holocaust. Und das ist ja so eine bestimmte, also diese postkoloniale, die Postcolonial Studies, das ist ja momentan ja auch mit der heißeste Scheiß auf diesem ganzen akademischen, ja, linksakademischen Markt. Und das ist halt, das ist auch total interessant, wenn man sich damit mal näher beschäftigt. Das ist ein absolutes Shithole, sich damit zu beschäftigen. Es macht keinen Spaß. Aber es ist total notwendig, was man ja an dieser ganzen Debatte um den Achille Mbembe gesehen hat. Der ist ja genauso ein Vertreter dieser Postcolonial Theory. Und der wurde ja bedingungslos verteidigt von Leuten, die teilweise seine Texte gar nicht gelesen haben. Der ist ein glühender Antisemit, kann man sagen, glühender Israel-Hasser. Und genau, und wurde dafür ja auch zu Recht ja auch von dem Felix Klein kritisiert. Und darum brach ja eine Debatte los. Darüber, dass er die Kritik an Achille Mbembe, weil der eben Kameruaner ist, ich weiß gar nicht, aus Kamerun jedenfalls stammt und schwarz ist, auch nur aufgrund deshalb von deutschen Rassisten angegriffen wurde, die den Antisemitismus-Vorwurf einfach nur so nur so benutzen, um einen schwarzen, also einen POC-Kritiker mundtot zu machen. Das ist ja, also leider funktioniert das ganz gut und leider funktioniert auch diese Art der Holocaust-Verharmlosung, der Holocaust-Relativierung mittlerweile ganz gut. Und ich glaube sogar, ich möchte sogar behaupten, dass das in den Kreisen, die halt den Diskurs bestimmen, besser ankommt als dieser klassische deutsche geschichtsrevisionistische Schuldabwehr-Antisemitismus à la Höcke und Gauland, die einfach damit so einen Anachronismus vertreten, der, das ist ja auch nichts anderes als das, was noch die CDU, CSU bis vor 20, 30 Jahren gesagt haben, oder auch was irgendwelche vertriebenen Verbände, irgendwelche, was weiß ich, schlesischen Traditionsverbände auch noch irgendwie gesagt haben. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was Gauland und Höcke gesagt haben. Nur vor 30 Jahren hat es halt niemand interessiert, als Kohl irgendwie nach dem Mauerfall die Oder-Neiße-Grenze einfach nicht anerkennen wollte. Das hat damals ja einfach keinen Skandal hervorgerufen. Heutzutage rufen solche Aussagen, gerade weil sie so anachronistisch sind, ja immensen Widerspruch hervor. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich sehe halt das so bei diesen, bei dieser postkolonialen oder auch sich antirassistisch stückenden Holocaust-Verharmlosung eine ganz andere Dynamik dahinter steckt, die ich weitaus gefährlicher finde, weil das Einzug erhält in Kreise, die hierzulande halt tonangebend sind oder die tatsächlich reale Geschicke des Landes halt leiten, sei es halt irgendwie, dass bei den Qualitätsmedien ankommt oder halt in NGOs oder bei Parteien oder ja, das oder halt in Unis ist das ja ohnehin schon, also Humboldt-Uni und Co., das ist ja einfach wirklich, da ist das halt, ich will nicht sagen Common Sense, aber das ist auf jeden Fall, ja. Es ist definitiv ein Trend, der immer stärker wird, ja, und wir sehen diesen Trend ja auch schon seit einigen Jahren in den USA. Inzwischen ist er dort auch vielleicht schon nicht nur ein Trend, sondern wirklich absolut mehrheitsfähig, und ich glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr gefährlich. Im Prinzip wird hier so der Antisemitismus im Deckmantel der Menschenrechte vertreten. Ja, also es wird so getan, als sei man für Menschenrechte, aber in Wahrheit fördert man in Bezug auf Israel und in Bezug auf Juden eben diese Antisemitismen, indem man auch behauptet, Juden seien per se weiß. Ja, also wenn man da so ein bisschen in diese sogenannte Critical Race Theory hineinschaut, da werden Juden als Weiße verortet, praktisch als Teil einer Elite dargestellt. Nun muss man erstmal sagen, wann in der Geschichte der Menschheit hatten Juden denn wirklich die Attribute der Macht inne, dass man ihnen, das ist ja eigentlich einer der Kernmerkmale, wenn man sagt weiß, ja, dass man halt wirklich auch Macht inne hat. Wann hatten sie diese Macht inne? Und die hatten sie eigentlich nie, sonst hätten wir ja sowas wie den Holocaust ja nicht erlebt und viele andere Pogrome, die die Juden seit Jahrtausenden zu erleiden haben. Zweitens, Juden sind einfach auch mal von der ethnischen Perspektive betrachtet nicht weiß. Es gibt hellere Juden, von der Oberfläche vielleicht, wenn man die Hautfarbe anschaut, ja. Aber mindestens die Hälfte der Juden, vor allen Dingen die, die in Israel lebt, das sind Juden mit einer sehr dunklen und orientalisch wirkenden, mit einem orientalischen Aussehen. Das heißt, schon da ist eigentlich diese Theorie und diese Herangehensweise in sich selbst schon rassistisch, weil sie einen großen, signifikanten Teil der jüdischen Bevölkerung einfach mal exkludiert aus dem Jüdischsein und Juden eben nur als diejenigen bezeichnet, die eben so
diese helleren Juden darstellen. Das ist sehr, sehr gefährlich, und weil viele Leute eben nicht viel über Juden und jüdische Menschen und jüdische Bräuche und das Judentum an sich wissen, sind sie in der Hinsicht sind sie in der Hinsicht halt anfällig auf solche Geschichten, Erzählungen, Gerüchte über Juden. Und dann, wenn man halt auch noch nicht ausreichend über die jüdische Geschichte Bescheid weiß, so dass man tatsächlich denkt, Israel sei so ein... Ich meine, wenn wir heute nicht mal in der Bevölkerung wirklich Leute haben, die nicht mal wissen, was Auschwitz war, ja, also bei Umfragen, gerade unter Schülern, hat es ergeben, dass wirklich ein sehr, sehr großer Anteil der Schüler nicht mal mehr weiß, was Auschwitz war. Wie wollen wir dann erwarten, dass überhaupt Menschen wissen, dass Juden eine indigene Bevölkerung aus dem Nahen Osten sind, die eben vor Jahrtausenden dort vertrieben wurden? Das wissen die halt nicht. Und obwohl sie vertrieben wurden, lebten trotzdem immer Juden in der Region, ja. Für die ist es dann so, wenn man so einen Wissensmangel hat, sieht es so aus, als sei plötzlich 1948 ein moderner, demokratischer Staat in einer Region ausgerufen worden, die ja, wie wir heute noch sehen können, alles andere als demokratisch, pluralistisch ist. Und da wird dann halt von dieser Postcolonial Theory Vertretern behauptet, sie seien ein kolonialistisches Projekt. Also wenn ich mir dich so angucke, dann würde ich auch sagen, im Hochsommer würde ich sagen, gehst du auf jeden Fall auch locker als POC durch. Also da wüsste ich jetzt nicht, ob du jetzt Israeli bist oder Iraker oder... Ja, tatsächlich. Es gibt ja auch irgendwie eine jüdische Gemeinde in Äthiopien. Also es gibt halt auch heutige, also das ist natürlich Bullshit. Aber in der Logik dieser Critical Race, Leute, ist ja weiß halt eine soziale Kategorie und keine Hautfarbe. Deswegen können ja auch Schwarze... Also ich habe neulich gelesen, Larry Elder, das ist ein konservativer amerikanischer Gouverneur, ich weiß gar nicht mehr genau, welchen Bundesstaat, der ist halt schwarz und der wurde von, ich glaube, Los Angeles Times oder so, irgendein relativ großes Nachrichtenmagazin in den USA, es war nicht die New York Times, die sind ja auf Platz 1 der Woken-Medien in den USA, aber die haben, auf jeden Fall wurde Larry Elder als the Black Face of White Supremacy bezeichnet. Und das ist ja, eigentlich ist das ja völlig irre. Das ist ja auch ein total rassistisches Denken, dass halt ein Schwarzer nicht eigenständig auch konservativ sein kann oder auch Trump-Supporter sein kann oder was weiß ich sein kann. Er ist halt dann nur dann Black oder POC in den Augen dieser Leute, wenn er sich halt so benimmt, wie sie es halt wollen. Das ist ja ultra-rassistisch und ist ja auch ultra kolonialistisch eigentlich. Und genauso verhält sich es ja auch bei Juden. Also ich glaube, also Juden sind ja ohnehin in der Opferhierarchie dieser Leute ja sowieso, werden dann ganz, ganz weit unten und aber auch nur dann akzeptiert, wenn sie sich halt genauso benehmen, wie es halt ihre diese woken Leute halt wollen. So. Also wenn sie dann halt dieses ganze woke Mindset halt erfüllen und dann vielleicht... Ja, also für mich ist das eine Form von kulturellem Kolonialismus. Und nur weil irgendwie das Wort critical vorne dran steht, macht das für mich nicht das Wort Race Theory sauber. Ja. Und dementsprechend bin ich der Sache sehr kritisch gegenüber. Und vor allen Dingen halt dann, wenn man betrachtet, dass die Hälfte der Juden in Israel eben halt Mizrachim sind, Sfaradim sind, dunkle Juden, die auch oftmals alles andere als irgendwie privilegiert sind, auch in Israel, ja. Oder halt auch ich bin hier in Deutschland nicht privilegiert, in dem Sinne aufgewachsen. Und wenn ich in der Sonne bin, und das ist hier in Deutschland ein bisschen weniger der Fall, aber wäre ich in einem Land, wo ich da mehr in der Sonne sein könnte, ja, dann würde man mich eher als Orientalen lesen, weil eben ich sehr, sehr dunkel werden kann. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man beispielsweise, so wie auch ich, in sozialen Brennpunkten aufgewachsen, ich bin in einem sozialen Brennpunkt hier in Berlin aufgewachsen und hatte nicht unbedingt die leichtesten Aufstiegschancen und so weiter. Das heißt, ich falle da ganz klar aus dieser Leseart, wie Sie Juden wahrnehmen möchten, vollkommen heraus und bin praktisch der lebende Beweis dafür, dass diese Theorie von denen einfach Käse ist. Und auch dieses ganze Postkolonial ist für den Bereich Israel definitiv viel zu verkürzt. Und Israel ist kein kolonialistisches Projekt, selbst wenn sie sich auf einige Zionisten berufen können,
die diese Worte verwendet haben, sie würden das gerne kolonialisieren und so weiter. Das war die Sprache der damaligen Zeit. Aber Zionismus ist in der jüdischen Kultur inhärent. Als die Juden im babylonischen Exil waren, sehnten sie sich schon zurück nach Israel. Und die es da schon umsetzen wollten, waren im Prinzip ganz frühe Zionisten. Und die erste zionistische Aliyah nach Israel, die schon in den 1860 bis 1880 stattgefunden hat, waren nicht irgendwelche vom Kommunismus beeinflusste sozialistische Zionisten, sondern haredische, richtig religiöse Juden, die nach Israel, ins damalige Palästina im Osmanischen Reich eingewandert sind und Land gekauft haben, um sich eben dort niederzulassen, um der Sehnsucht sozusagen der Rückkehr nach Zion, und das ist halt der Berg in Jerusalem, da wo der Tempelberg einst stand. Deswegen, daher kommt auch der Begriff Zionismus her. Die haben da eigentlich schon längst den Grundstein dafür gelegt. Und das muss man halt alles wissen. Das ist halt alles viel komplizierter und geht viel weiter zurück. Aber weil die meisten Menschen darüber eben nicht Bescheid wissen, auch viele Juden nicht Bescheid wissen, kann man sie eben so wunderbar hinters Licht führen mit solchen verkürzten Aussagen. Ja, eine Frage, also eine Frage, die mir gerade in den Sinn kam, weil du anfangs auch meintest, du hast eine Ausbildung angefangen, abgebrochen und hast dich so mal so ein bisschen durchgeschlagen irgendwie. Du bist ja auch in der Gegend, also ja, ein bisschen Brennpunkt, Multikulti-Viertel aufgewachsen in den 80ern, 90ern, war ja auch da auch krass. Ich kenne ja deine Geschichte, ich habe dein Buch ja gelesen und ich habe ja nur auch oft genug Veranstaltungen mit dir gemacht, um auch die Geschichten zu kennen, so. Aber da kam mir gerade so eine Frage in den Sinn, wie wäre das, also mit Antisemitismus wirst du als Jude in Deutschland so oder so irgendwann konfrontiert, außer du lebst halt in einem totalen Elfenbeinturm, oder du blendest es halt aus oder suchst ihn halt nur da, wo es halt irgendwie opportun ist, Antisemitismus anzuprangern, nämlich den rechten Antisemitismus. Da denke ich jetzt so an Leute wie Max Czolek oder Igor Levit oder so, von dem man, glaube ich, nie ein kritisches Wort zum Islamismus hört, aber sehr viel kritische Worte zur AfD. Vielleicht können wir auf diese Debatte zwischen Maxim Biller, Czolek und Schuster auch nochmal eingehen später, das habe ich auch so ein bisschen verfolgt. Aber mir fiel gerade ein, meinst du, das wäre anders gelaufen, wenn du zum Beispiel jetzt auch, sagen wir, in Charlottenburg aufgewachsen wärst und nicht in, kommst ja aus Tempelhof Schöneberg? Ja, Genau, aber meinst du, ich wäre bin anders an gelaufen und dann hättest du halt irgendwie Abi gemacht, hättest dann angefangen zu studieren, wärst an einer, was weiß ich, FU oder Humboldt-Uni gelandet oder so, wärst da auch vielleicht in einem ganz anderen Umfeld drin gewesen. Meinst du, es wäre anders gelaufen? Meinst du, du hättest dann Antisemitismus nicht so erfahren oder vielleicht versteckter erfahren oder, weil du bist ja sehr früh mit sehr brutalem Antisemitismus schon konfrontiert, weil du warst halt auch ein Kind, so als das erste Mal war. Ja, Ein Viertel, wo halt auch also viele andere Kinder gelebt haben, so. ich bin ja in Berlin-Schöneberg, wo ich aufgewachsen bin, ist es halt wirklich der Kiez, wo ich groß geworden bin, ist halt grenzt an drei Bezirke. Einmal an Tiergarten Mitte, weiter Richtung Norden, dann einmal, wenn man weiter Richtung Westen geht, wirklich nur zwei Straßen weiter, dann ist man schon in Charlottenburg-Wilmersdorf und geht man praktisch nur ein bisschen weiter Richtung Osten. Dann ist man praktisch schon in Kreuzberg, ist man schon in Kreuzberg. Also, und ich war sozusagen innerhalb dieser angrenzenden Gebiete viel unterwegs. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur irgendwie so die Schöneberger Bubble erlebt, sondern weiß halt auch, wie es in Charlottenburg war. Ich weiß auch, wie es in Tiergarten Mitte war und auch in Kreuzberg. Und dementsprechend, glaube ich, habe ich da schon ein differenzierteren Blick darauf und kann halt auch wirklich sagen, der Antisemitismus, den hast du halt auch in anderen Bezirken ähnlich wiedergefunden. Meine Schule beispielsweise war in Charlottenburg-Wilmersdorf, da habe ich Antisemitismus schon an der Grundschule erlebt. Habe tatsächlich später, als ich dann auf der Oberschule war, auf dem Gymnasium in Tiergarten Mitte, weniger oder gar kein Antisemitismus auf dem Gymnasium erlebt, bin aber dann vom Gymnasium auf die Realschule gekommen, im selben Bezirk. Ja, und im selben Bezirk, diese Schule war Luftlinie, weiß ich nicht, einen halben Kilometer nur entfernt, habe ich dann auf dieser Realschule wieder brutalen Antisemitismus erlebt. Also man kann da jetzt nicht so wirklich sagen, in der Gegend nicht, in der Gegend mehr. Man kann vielleicht für die damalige Zeit zumindest sagen, eher also in Schulen, sage ich mal, wo man
Schüler und Schülerinnen hat, wo die Eltern und sie selber halt ein bisschen bildungsferner sind, als beispielsweise auf dem Gymnasium, wo ich war. Aber heute, wo wir auch seit 2, 3 Jahren an Schulen unterwegs sind, können wir, müssen wir leider sagen, auch an Gymnasien heute erlebt man eben verschiedene Formen antisemitischer Artikulationsmuster. Antisemitismus ist... Ich glaube halt, wenn du in Neukölln aufwächst als Jude, der das nicht versteckt, das Jüdischsein, ich glaube, das ist anders, als wenn du in Reinickendorf aufwächst oder in Zehlendorf oder in Grunewald oder so, wo du auch auf Antisemitismus sicherlich irgendwo triffst. Aber ich glaube, das ist einfach in so Vierteln wie Neukölln oder Kreuzberg ist das viel, viel geballter und viel brutaler und viel offener. Und auch, ja, dem stimme auch ich vielleicht auch viel zu. Akzeptierter. So. Also, während du dem halt da stimme vielleicht, ich zu. Ja. Dem stimme ich vollkommen zu, aber wir reden jetzt von heute und ich habe, also du von heute und ich rede, weil du mich gefragt hast, wie wäre es, wenn ich irgendwo damals anders aufgewachsen wäre und dann sind ja trotzdem doch 30 Jahre Entwicklung ins Land gegangen seitdem. Ja, war gut. Also, ja, gut, also okay. Ich... Gut, okay, vielleicht war Kreuzberg vor 30 Jahren, war aber auch wahrscheinlich auch noch nicht ganz das Doch, Kreuzberg war sicherlich vor 30 Jahren auch schon ein ziemliches, also auch ein Problemfall, was das so angeht, aber ich würde nicht sagen, dass es vor 30 Jahren so war, dass man sagen kann, okay, diese Brutalität, diese Dimension, die wir heute so sehen, dass es da schon also wirklich so ähnlich war. Wobei wir beispielsweise, wenn wir ins Buch gucken von Arye Charousse-Chalikar, der eben vor 30 Jahren an Schulen war in Berlin-Wedding, da schildert er halt beispielsweise eben Szenarien, die in Brutalität an nichts nachstehen, was den Antisemitismus angeht. Aber was ich sagen will, auch an einem Gymnasium vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, auch an einem Gymnasium in Kreuzberg oder an einem Gymnasium in Wedding, ja, hättest du ein wenig weniger es gehabt als an einer Hauptschule oder einer Realschule. Ja, weil dort halt einfach eben sich noch mehr bildungsferne Leute sammeln oder Kinder von bildungsfernen Leuten gesammelt haben oder von Leuten gesammelt haben, die vielleicht aus Elternhäusern kommen, wo Islamismus ein Teil der Erziehung darstellt oder halt auch der Nahe Osten und das, was da im Bildungsangebot in arabischen Ländern vorkommt oder im Medienangebot vorkommt, wird da halt beispielsweise zu Hause konsumiert. Und da wissen wir ja halt, dass da eben israelbezogener Antisemitismus und antisemitische Verschwörungslegenden einen wesentlichen Bestandteil darstellen. Dementsprechend groß begegnete es mir schon damals halt einfach auch, wenn man eben diesen Schritt vom Gymnasium zur Realschule gehen musste. Heute hingegen, wenn wir an Schulen gehen, stellen wir fest, dass gewisse antisemitische Aussagen oder Denkmuster oder Erzählungen sich auch inzwischen hochgearbeitet haben an die, sage ich mal, an die Gymnasien oder halt auch an die Universitäten. Ja, und da sprechen wir also ganz klar von einer quantitativen und auch leider qualitativen Steigerung und Ausbreitung vom Antisemitismus in unterschiedlicher Form der Artikulation. Also jeweils mit welchem politischen Spektrum oder aus welchem gesellschaftlichen Milieu die Leute kommen, kann man halt eben verschiedene Artikulationsmuster vom Antisemitismus feststellen. Also klar, den klassischen, den wir alle kennen hier natürlich in Deutschland, den rechten Antisemitismus mit seiner rassistischen Komponente. Da braucht man, glaube ich, nicht mehr allzu viel erklären. Jeder weiß oder sollte wissen, wie der sich artikuliert. Was aber weniger anscheinend in der Gesellschaft bekannt ist, ist halt einfach der Antisemitismus unter dem linken politischen Spektrum, ja, der so wohlmeinend daherkommt, ja, dieser wohlmeinende Antisemitismus, ich bin ja kein Antisemit, aber ich bin Antizionist, ja, oder ich bin ja kein Antisemit, aber die Juden haben schon irgendwie ein bisschen, schon viel Einfluss in der Finanzwelt angeblich, ja, und das sind auch Sachen, die in der verkürzten Kapitalismuskritik antisemitischer Linker sich finden und auch ähnlich wird sich dann unter Rechten sich ausgedrückt, da wird ja auch von der jüdischen Macht imaginiert, die wird so daher imaginiert. Und in islamistischen Kreisen verbinden sich oftmals, oder im islamischen Antisemitismus verbinden sich oftmals all diese Theorien
oder ich will gar nicht Theorien sagen, all diese Legenden, diese Mythen, diese antisemitischen, zu einer Art Super-Antisemitismus-Legende. Die sagen gleichzeitig, die Juden hätten die Propheten nie anerkannt und ermordet, also in dem Fall dann eben Jesus oder halt Mohammed nicht anerkannt. Da wird halt eben gesagt, Juden seien Abkömmlinge von Affen und Schweinen, wie es, glaube ich, in einigen Suren des Koran vorzufinden ist. Und dann wird halt gleichzeitig behauptet, ja, die Juden seien eben so eine verschwörerische kleine Elite, die die Welt irgendwie kontrollieren möchte, gegen den Islam hetzen möchte, also da verbinden sich sozusagen, oder gegen Muslime hetzen möchte. Deswegen ist halt auch Israel im Nahen Osten denen so ein Riesendorn im Auge, und das wird dann halt behauptet, Israel, die israelische Nationalflagge, hätte deshalb den einen blauen und den anderen blauen Streifen, um eben zwei Flüsse zu symbolisieren, einmal den Nil und einmal den Tigris oder den Euphrat, um eben zu behaupten, Israel sei ein machtversessener, expansionistischer Staat, der sich eben vom Nil bis zum Euphrat bis dahin ausbreiten möchte, also von Ägypten bis nach Irak. Ja. Das wird dann halt behauptet, und das knüpft auch nahtlos an Überzeugungen, die beispielsweise auch wieder in linken Kreisen vorzufinden sind, dann vielleicht ein bisschen smarter ausgedrückt. Es wird dann halt nicht irgendwie auf diese Fahne verwiesen, aber es wird dann halt behauptet, Israel sei eine Art kapitalistischer, imperialistischer Brückenkopf der USA im Nahen Osten. Und das bringt uns dann gleich wieder zu den Postkolonialisten mit hinein. Also wir finden da sozusagen eben diese Querfront wieder, die sich aus unterschiedlichen Erzählungen ihre Form des Antisemitismus tatsächlich so wie so Knetmasse zusammenbaut und in Teilen miteinander wunderbar in Kooperation treten können. Deswegen sehen wir bei den Al-Quds-Märschen linke Antisemiten, rechte Antisemiten und eben islamische Antisemiten, die sich in unterschiedlichen Bereichen eigentlich spinnefeind wären, sehen wir beim Israel-Hass, bei der Hetze, bei der Abschaffung Israels immer wieder miteinander marschieren. Und gleichzeitig erkennen wir aber auch auf der anderen Seite, jetzt können wir es ganz offensichtlich auch wieder wahrnehmen, man sieht von linken Kreisen wenig Protest gegenüber der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Ja, weil das Feindbild da nicht stimmt halt. Ne? Richtig, also, das Feindbild halt, USA... Genau, Feindbild USA, Israel sowieso, die haben ja mit dem Konflikt nichts zu tun. Die USA ist halt, es gab ja auch Linke, die sich da ganz offen darüber gefreut haben, dass die Taliban übernommen haben. So. Weil man das ja alles irgendwie, das sind halt so Steinzeit-Antiimperialisten, die das 70er-Jahre-Weltbild da überdauert hat. Ja. Genau, was ich auch noch sagen würde, ist, bei diesen ganzen postmodernen Critical Race Theory und so, das ist auch kein Wunder, dass so Leute wie Martin Sellner und Götz Kubitschek, also führende Figuren der neuen Rechten, das auf einmal auch gut finden. Ja. Dadurch durch die Hintertür ihr eigener Schuldabwehr Antisemitismus nämlich da eine modernisierte Form da kriegt und auch viel Mainstream-kompatibler ist als das, was die, also selbst wenn die dasselbe sagen, es würde ihnen halt niemand zuhören, weil das halt Rechtsradikale sind, und die sind halt viel bäh, aber Linke, und wenn sie dann auch noch schwarz sind, würde wieder Achim und Memme, die sind prinzipiell eher erstmal gut, und die muss man halt zuhören, und das ist dann und wenn dann ist Kritik daran, dann ist es eigentlich ja rassistisch. Genau. Ja. Und du hast das ein Kurzmarsch-Beispiel auch gebracht, wo sich dann ja bis 2019 gab es den ja letzten zwei Jahre, vier Jahre Corona-bedingt aus, wo sich dann wirklich vom Jugendwiderstand über, keine Ahnung, die NPD bis hin dann zu den irgendwie, ja, Hardcore-Islamisten und auch Juden, diese Netorei-Kater-Spinner waren ja auch mal mit dabei. Sind immer wieder mit dabei. Es gibt immer diese nützlichen, die erste Reihe gestellt werden, genau. Also so jüdische Antizionisten, jüdische Israel-Hasse, die dann so in die erste Reihe gestellt werden. Genau. Ich weiß immer nicht, ob denen nicht bewusst ist, dass die eigentlich von den Nazis auch nicht verschont geblieben werden, selbst oder auch von Islamisten, auch von der Hamas, denen ist es doch egal, ob sie einen antizionistischen Juden töten oder halt einen pro-israelischen, das ist denen ja völlig egal. Genau, was ich eigentlich, also, solange sie die Jizya zahlen. Solange die was? Die Jizya, die Kopfsteuer. Also Juden können unter einem Scharia-Gesetz, wie die Hamas beispielsweise oder auch jetzt die Taliban einführen oder im Iran, durch das Zahlen der Jizya, dieser Kopfsteuer für Juden und Christen, sich eine Form von Dhimmi-Steuer, ne? Sie gelten noch als Dhimmi. Richtig. Die Dhimmi ist der Status, und Jizya ist also diese Steuer, die man dann zahlen muss, um sich dadurch Schutz zu erkaufen. Ja.
Aber die Geschichte hat gezeigt, dass eben das ist nur eine euphemistische Auslegung davon, Mensch zweiter Klasse zu sein und eben ständig der Willkür der Dominanzgesellschaft in der muslimischen Welt ausgesetzt und ausgeliefert zu sein. Also ja, für uns Juden kommt der Judenhass, der Antisemitismus und seine unterschiedlichen Artikulationsformen inzwischen von allen Seiten gleichzeitig. Und dementsprechend erleben wir hier in Deutschland und europaweit, muss man sagen, pro Kopf, so wenige Juden eigentlich hier in Europa leben, pro Kopf die allermeisten Anfeindungen. Und gleichzeitig haben wir auch einen großen Teil in der Bevölkerung, die dem gleichgültig gegenüber eingestellt sind. Und die Gleichgültigkeit der Einstellung, die gleichgültige Einstellung dem gegenüber ist eigentlich das wirklich ganz große Problem. Also wenn wir sehen, dass hier allein im Jahr, dieses Jahr, im April und Mai, ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen deutschlandweit mobilisierbar gewesen sind, um eben im Namen oder beziehungsweise im Deckmantel der Kritik an dem Krieg zwischen Israel und der Hamas eigentlich ihren widerwärtigen Antisemitismus und Antizionismus auf deutschen Straßen zu propagieren. Und da haben wir halt auch viele Organisationen aus dem eher linken oder antirassistischen Spektrum auf den Straßen miteinander laufen sehen, mit Leuten, die genauso dann ein paar Straßenzüge später Parolen skandierten wie Khyber, Khyber, Ya Yahud, also dieser islamistische Kampfchor, der daran erinnert, oder Kampfgesang, der daran erinnert, dass Mohammed eben die jüdischen Stämme aus der arabischen Halbinsel ermordet und vertrieben hat. Und das miteinander zu Tausenden, ja, auch fahnenschwenkend mit Terrororganisationen, sei es jetzt irgendwie die Fahne der Hamas oder Nähe von zur PFLP PFLP oder und so weiter. Ja, das ist alles miteinander möglich. Und viele, viele Tausende. Und wenn wir jetzt mal überlegen, die Gegenkundgebungen davon, von jüdischer Seite auch oftmals organisiert, hatten einen Bruchteil der Zuschauerzahlen, also beispielsweise oder der Solidaritätsbekundungen. Als Beispiel in Berlin war ich bei der direkten Gegendemonstration dabei, am Brandenburger Tor auch viele politische Stimmen waren dabei aus dem Bundestag und trotz all dem waren da gerade mal 1000 Menschen hier in Berlin in einer knapp 4 Millionen Metropole. Und die 1000 Menschen, die da waren, von denen waren circa die Hälfte wirklich Leute aus der jüdischen Gemeinde, die ich kenne. Ja, Also daran also sieht man mal ganz mal. genau, also ja, man sieht mal, was für eine Priorität das halt hat. Aber ich denke mal, wenn so Spitzenpolitiker, ich weiß gar nicht, wer da alles dabei war, Cem Özdemir, Olaf Scholz, Dietmar Bartsch, glaube ich, ne? Wie, ich weiß nicht, ob der Michael Müller auch dabei war, der Berliner Regierende Bürgermeister. Aber ich frage mich halt bei so Leuten, ich habe das selber gehabt im Kleinen, als ich Mitte Mai in Kiel war, auf einer kleinen pro-israelischen Kundgebung. Und uns gegenüber standen halt so abgeschirmt durch ein paar Polizeikräfte, wie so 200, ja, Islamisten, die da völlig unbehelligt auch so zur Vernichtung Israels aufrufen konnten. Und wäre die Polizei nicht, also wären die Brüder nicht gewesen, dann wäre das halt, hätte das ganz übel für uns ausgesehen. Es gab dann so, da wurde halt so Richtung Kippa-Träger gerotzt oder wir wurden als Arschlöcher und Hurensöhne beschimpft, so von so vorbeigehenden 12-jährigen arabischen Jungs. Also war sehr, sehr unangenehm, so eine Pogromstimmung lag da so in der Luft irgendwie. Und da hatte ich aber, also gut, ich weiß, also die Typen, diese Leute sind halt irgendwie gruselig so und ich weiß halt, die hauen mir aufs Maul oder Schlimmeres. Aber was ich halt auch krass fand, war ein Redner auf der pro-israelischen Kundgebung von der Linkspartei, der sitzt sogar im Bundestag. Und das schließt sich gleich der Kreis zu den Rednern, die ich immer so sehe auf diesen staatsoffiziellen Kundgebungen. Oh, jetzt müssen wir ein Zeichen für hier lebende Juden setzen. Für Israel wird dann auch gern nochmal gesagt, aber erstmal geht es ja darum, das blühende jüdische Leben hier zu lobpreisen und wie, guck mal, wie geil wir hier eigentlich in Deutschland, was für geile Aufarbeitungsweltmeister wir doch sind.
Und das sehe ich halt ganz oft so, wenn halt so staatsoffizielle Kundgebungen dann stattfinden, wie jetzt am Brandenburger Tor. Und das in Kiel war ja noch, diese kleine Kundgebung, 50 Leuten maximal, war ja keine von der Stadt Kiel angemeldete Kundgebung, sondern die kam auch eher aus dem linken Spektrum. Und da war ein Redner dabei von der Linkspartei, der aber irgendwie die Rede, die fand ich eigentlich fast noch beschissener als diesen islamistischen Mob, der uns da gegenüberstand, weil das war so ein Typ, der erstmal musste halt allen Opfern des Krieges gedenken. Irgendwie, gut, aber dann mach halt eine Differenz dazwischen, so, weil wenn du damit halt anfängst, dann bist du ganz schnell dabei mit, ja, aber die Israelis haben ja viel, viel weniger Verluste als die Palästinenser. Und die Palästinenser haben ja gar nicht dasselbe Militärequipment wie die Israelis. Also welche Opfer sind jetzt vielleicht doch mehr wert? Also das finde ich schon fragwürdig, so wie auf einer pro-israelischen Kundgebung seine Rede zu beginnen. Dann ging das weiter, damit, dass er dann also diese 200 Tod-Tod-Israel-Schreier irgendwie auch als Opfer von deutschen Rassisten bezeichnet hat. Das sind, also das muss man ja auch bedenken, dass auch die rassistisch verfolgt werden. Und er ist Ja, da halt. wird der Antisemitismus als Kollateralschaden verklärt. Ja, nee, aber das Miese war dann auch, dass so ein Typ natürlich, also der ist natürlich ein ganz vehementer Antifaschist, wenn es halt um die AfD oder irgendwelche Verschwörungsheinis geht oder so. Und er erlebt dann auch jeden Tag Antisemitismus im Bundestag. Ja, aber du bist in der Linkspartei. Damit meint er halt nicht seine eigene Partei. Das ist halt die Linkspartei, ist die mit Abstand antisemitischste Fraktion im Bundestag, wo halt Leute auf dem Terrorschiff der MAVI Marmara mitgefahren sind und davon überhaupt sich nie distanziert wurde, wo Leute wie Sahra Wagenknecht nicht aufgestanden sind, als Shimon Peres im Bundestag zum Holocaust-Gedenktag gesprochen hat. Und er redet halt ausschließlich von der AfD und bezeichnet halt diesen Mob, der halt nur durch die Polizei von Übergriffen abgehalten wird, irgendwie auch noch als Opfer von Rassisten wie dem Attentäter von Hanau. Also das ist halt, das erinnert mich, also wenn ich halt sowas höre, denke ich mir halt immer, ich kann halt dieses Geheuche von solchen Leuten halt nicht ernst nehmen. Und ich möchte dann lieber eine Kundgebung machen ohne Olaf Scholz, ohne Cem Özdemir oder irgend so einen Typen von der Linkspartei. Dann bleibe ich halt, gut, dann sind wir halt noch weniger Leute, aber dafür habe ich solche Leute bringen mir ja nichts im Kampf gegen Antisemitismus. Das ist für die halt Ja, nur so also ein Feigenblatt, um sich irgendwie reinzuwischen, zu gucken, genau. mal, wir tun ja auch was. Und dann, aber ändern Ja, kann ich ja konkret das ja geht nicht. nur um die eigenen, bei solchen Leuten eben doch wohl eher um die eigenen Befindlichkeiten. Und ich habe tatsächlich auch eh schon lange den Eindruck, dass jüdisches Leben in Deutschland, was man da so immer wieder betont, auch der Heiko Maas verwendet da immer gerne wieder diese Phrase, Genau, er sagt Steinmeier dann, auch mit dem blühenden Leben, ja, jüdisches ja, Leben. nee, genau, aber Heiko Maas hat da so, der ist ganz besonders euphemistisch unterwegs. Er sagt dann sowas gerne wie, jüdisches Leben in Deutschland sei eben dieses unverdiente Geschenk. Und da versteht er was miss. Dieses Vertrauen oder dass wir hier leben, das ist kein Geschenk, sondern das ist eine Aufforderung, eben dieses nie wieder Antisemitismus und nicht eben nie wieder Krieg mit Leben zu füllen. Weil nie wieder Krieg, das ist nicht die Lehre, die eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgehen hätte gehen müssen, sondern eben nie wieder Antisemitismus. Denn der Antisemitismus hat diese Dynamik in sich, weil er so viele Menschen mobilisierbar macht, dazu zu führen, dass es am Ende dann doch zu einem riesen, riesen Weltkrieg werden kann. Und ja, gebe ich dir in dem Sinne auch wirklich vollkommen recht. Und wo man jetzt mal abgesehen von den Leuten bei der Linken oder diese Partei an sich, die ich finde ich auch, was Antisemitismus angeht, in unterschiedlicher, in anderer Artikulationsweise als in der AfD, aber für mich auf derselben Stufe stehend, was die Qualität des Antisemitismus für mich als Bedrohung darstellt, sieht man aber halt auch zum Beispiel, dass Frank-Walter Steinmeier, der aktuelle Schirmherr des sogenannten Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, tatsächlich bei der Verabschiedung des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin in seiner Delegation in Israel einen hier in Deutschland lebenden israelischen Antizionisten mitgenommen hat. Ja, der wirklich, Omri Böhm ist sein Name, wird natürlich vom Zentrum für Antisemitismusforschung seit einiger Zeit aufgebauscht und aufgebaut. Ja, wird dieser Omri Böhm wärmstens empfohlen von Ihnen in der Delegation, um Israel dort den Präsidenten zu verabschieden. Und das finde ich echt unfassbar, weil wenn man sagt, Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson auf der einen Seite, sprich, im Klartext bedeutet das, man steht zum Zionismus, weil der Zionismus ist die
Entstehung und Aufrechterhaltung des Staates Israels. Man benutzt dieses Wort vielleicht nicht, aber es ist im Prinzip genau das. Und auf der anderen Seite einen unglaublichen Antizionisten da in der eigenen Delegation mit nach Israel mitzunehmen, nur weil er Israeli ist, wird er dann natürlich hier als eine Form von Schutzschild gegen Antisemitismusvorwürfe inszeniert. Das ist natürlich eben genau diese Doppelzüngigkeit in der deutschen Politik, auch Außenpolitik, die wir eben seit vielen Jahrzehnten wahrnehmen, die mich hier als Juden in Deutschland unglaublich wütend macht. Und für mich ist es vergleichbar so, als würde irgendwie Israels Präsident bei seiner Delegation hier in Deutschland zur Verabschiedung von Frank-Walter Steinmeier, die irgendwann passieren wird, einen in Israel lebenden deutschen Reichsbürger-Ideologen mitnehmen. Das ist eins zu eins das Gleiche. Und mit der Begründung, als danach gefragt wurde, wie man sich das denn überhaupt erlauben kann, hieß es ja, man möchte doch die gesamte Vielfalt der Positionen Ausdruck verleihen. Und das könnte man ja dann in Israel genau sagen. Nehmen wir doch mal hier einen Reichsbürger-Ideologen in Israel, aus Israel mit, der da lebt. Und man möchte eben der gesamten Vielfalt der Ansichten Ausdruck verleihen. Sowas traut sich eben nur Deutschland gegenüber Israel. Und das hat eben alles, das hat alles mit der eigenen Nazi-Geschichte zu tun. Es ist komplett, hat es damit zu tun. Der Schuldabwehr-Antisemitismus, der Post-Shoah-Antisemitismus und in ihn übergehend der Israel-bezogene Antisemitismus, Antizionismus, ist der gefährliche Antisemitismus unserer Zeit und auch der anknüpfungsfähigste Antisemitismus unserer Zeit, der weit abseits der normal als Antisemiten erkennbaren Rechten eben halt auch in die Mitte der Gesellschaft und andere Teile des politischen Spektrums links von AfD reingeht. Den finden wir bei der CDU, den finden wir bei der SPD vehement. Den finden wir natürlich auch bei den Grünen und natürlich halt auch bei den Linken und sicherlich halt auch bei den ein oder anderen, vielleicht bei der FDP. Da sehe ich, erkenne ich ihn wirklich weniger, Gott sei Dank. Aber insgesamt muss ich sagen, macht mir das natürlich hier als in Israel, in Deutschland lebender Jude und Israeli, macht mich das sehr, sehr deutschlandkritisch, ja, der Politik gegenüber. Ich würde gar nicht so weit gehen und sagen, dass da immer so diese Agenda dahinter steckt, so die deutsche Schuld abzuwehren oder nachträglich reinzuwaschen oder kleinzureden. Also ich glaube, das ist nicht mehr so wie in den 80er Jahren, noch zu Zeiten von dieser Historikerdebatte um Ernst Nolte oder so. Ja. Sondern ich glaube eher dadurch, dass sich der Wind ja auch in Deutschland einfach komplett nach links gewendet hat in den letzten 20 Jahren. Also eigentlich spätestens seit 98, seit der rot-grünen Regierungskoalition und eigentlich seitdem auch, ist ja auch so der Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland ist ja Auschwitz, also eigentlich ein negatives Ereignis, ist ja dann unter Schröder-Fischer auf einmal halt so als Gründungsakt der BRD hervorgeholt worden, was ja unter Kohl ja überhaupt nicht denkbar war. Also da kannte man auch zu der Zeit, da wollte man einfach lieber nicht drüber reden, während das halt seit 98 so ganz offensiv immer so wieder so mantraartig vor sich hergetragen wird, so wir haben ja aus Auschwitz gelernt, deswegen haben wir das Recht, wie was weiß ich, Serbien zu bombardieren, wie sie es 99 gemacht haben, oder dann Israel in die Lange reinzureden, welche gut durchgeknallten Antizionisten als Gäste mitzunehmen oder auch einen Kranz, sich am Grab von Yasser Arafat zu verneigen, wie es ja auch Steinmeier gemacht hat, oder wie Heiko Maas irgendwie über irgendwelche irrelevanten Janas aus Kassel, irgendwelche Trottels, die da irgendeinen Quatsch auf irgendwelchen Querdenker-Kundgebungen halt von sich geben, über die wird halt ein Tweet abgelassen, irgendwie damit ganz gratis, mutig, heldenhaft. Und jetzt über den antisemitischen Angriff in Köln hat halt Heiko Maas keinen Tweet abgelassen, also war gar nichts zu hören. Das ist halt so typisch. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass das, also unbewusst mag das schon auch so eine Rolle spielen, wenn man sich das so psychoanalytisch anguckt. Aber ich glaube, eigentlich vordergründig glauben diese Leute tatsächlich, sie sind halt die Guten. Also sie haben aus der Vergangenheit gelernt, gerade wir als Deutsche, das ist ja auch so ein deutscher Tat- und Sündenstolz. Und gerade wir als Deutsche müssen jetzt aber irgendwie alles daran setzen, dass sowas nicht nochmal passiert. Nur die Lehren, die sie daraus ziehen, sind ja die falschen Lehren. Also die Lehre daraus ist ja nicht irgendwie nicht nie wieder Krieg und wir als Deutsche müssen uns überall einmischen und jedes Unrecht ist irgendwie alles irgendwie gleich und das führt alles immer schnurstracks. Wir wissen ja, wohin Rassismus und Ausgrenzung führt. So, das führt ja immer schnurstracks nach Auschwitz und deswegen muss das im Keim erstickt werden. Ich glaube, das ist so dieses Denken. Das ist ja eigentlich was du ja auch schon gesagt hast, dass du eigentlich sich eher in der Linken wiederfindet, dass man mit gutem Gewissen halt das Falsche macht.
Das war in meiner Zeit in der linksradikalen Szene in den 2000ern genauso, dass da halt irgendwie auch ich bin da mit 16 noch 17 mit dem Pallifortel rumgelaufen und hatte den Ja. Intifada-Aufnäher auf meinem Käppi und habe gedacht, ja, aber wieso? Ist doch gut, so ist doch für die Unterdrückten, ist doch richtig, so. Bis mir dann irgendwann mal jemand erklärte, dass das nicht so richtig ist und dass das alles nicht so gut ist. Und dann gab es Gott sei Dank, gibt es ja immer noch, aber damals in den 2000ern gab es eine sehr starke Strömung in der linksradikalen Szene, die Antideutschen, die Bahamas vor allem so als Zentralorgan, die gibt es auch immer noch, die kann ich auch immer noch zur Lektüre empfehlen. Aber damals war das noch, hatte das alles einen ganz anderen Einfluss innerhalb der linken Szene in den 2000ern. Da kam man einfach um diese Debatte Israel-Palästina, Ja. kam da einfach nicht dran vorbei. Und da habe ich mich halt dann auch mal damit befasst und fand das eigentlich alles ziemlich logisch, diese Argumentation. Also es gibt keinen Grund, wie Also Israel, die Vernichtung Israels zu fordern oder die Intifada zu glorifizieren. Aber ich meine, halt, dieses Mindset hat sich ja auch raus aus dieser kleinen linken Ecke rein in den ich Mainstream. glaube, Daran hängt, glaube ich, damit hängt viel ich davon ab. glaube, seit der deutschen Wiedervereinigung hat sich innerhalb der linken Bewegung in Deutschland eine gewisse DDRisierung in der Denkweise, was links ist, entwickelt. Und wie wir ja wissen, war der Alliierte in der DDR eben nicht Israel, sondern eben Yasser Arafat und der Palischal und eben all diese Dinge. Und ich glaube, mit der Wiedervereinigung und auch die Narrative, die da artikuliert wurden, Israel sei eben praktisch ein Fremdkörper in der Region und so weiter. Diese Narrative haben sich dann halt auch im linken Spektrum weiter verfestigt. Und ich glaube, diese Wiedervereinigung und eben halt auch Vereinigung dieser Ideen, würde ich dazu sagen, hat dazu geführt, dass ja so eine gewisse DDRisierung in der linken Ja, die gab es ja schon vorher. Also das war eigentlich vorher noch viel krasser. Also die so 69, der Anschlag aufs jüdische Gemeindehaus in Berlin, kam ja aus den Ja, aber Kreisen das die ist Entebbe-Entführung, das war ja eigentlich raff. Haben sie alle in den na, Palästinenserlagern ausbilden lassen. natürlich, ja klar, aber ich glaube schon, dass wenn wir jetzt mal schauen, das sind so Positionen, die wir jetzt nicht unbedingt in der Zeit bei der SPD oder so vorgefunden Ja, haben. das ist Weißt du, was richtig. ich meine? Das meine ich. Also für mich ist ja auch die SPD als Sozialdemokraten inzwischen hat sie einen gewissen Drift nach links gemacht, die schon mehr Richtung nicht Sozialdemokratie, sondern in Teilen halt auch Sozialismus irgendwie mit drinne hat. Und das meine ich mit DDRisierung, also dass sich da sozusagen halt auch gewisse Dinge da hinein verschoben haben und bei den Grünen halt in Teilen auch. Ganz stark sieht man das halt eben bei der SPD, eben weil wir da wirklich ganz einfach Politiker aus der SPD so ganz schnell nennen können, die sich dementsprechend auch Spitzenpolitiker, die sich sehr problematisch artikuliert haben. Wir sehen da Frank-Walter Steinmeier, verneigt sich vor dem Grab von Yasser Arafat, da in diesem Arafat-Mausoleum und Museum, wo eine Büste von dem Mufti al-Husseini recht nah am Eingang vorzufinden ist, also ein ehemaliger Nazi-Kollaborateur. Interessant. Dann sehen wir, er nimmt diesen Omri Böhm mit nach Israel. Dann sehen wir, er gratuliert dem iranischen Regime zu seinem Jubiläum. Also jetzt allein Steinmeier. Dann haben wir Heiko Maas, ja, der in den Vereinten Nationen in den letzten Jahren, wo er drin ist, sich zu zwei Dritteln, also wirklich mehrheitlich wieder an diesem Israel-Bashing beteiligt hat, gleichzeitig aber behauptet, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Juden als ein unverdientes Geschenk betrachtet und die Klappe hält, wenn irgendwie Islamismus oder Anschläge dahingehend gemacht werden, hört man da ein bisschen weniger. Dann sehen wir Andrea Nahles, auch SPD, die 2012 gesagt hat, die Fatah und die SPD hätten gemeinsame strategische Ziele und irgendwie gemeinsame demokratische Werte, also oder Werte. Was sollen das für demokratische Werte sein, wenn 2012 Mahmoud Abbas schon einige Jahre über seiner Amtszeit hinweg gewesen ist, ohne dass Neuwahlen stattfinden? Und was sollen das für strategische Ziele sein, wenn das Logo der Fatah
die Landkarte Israels ohne Israel ist und darunter eine Handgranate und zwei Kalaschnikows oder so etwas. Ja, also was sind das für gemeinsame strategische Ziele? Und dann reden wir nochmal über Sigmar Gabriel, auch jemand, SPD, Außenminister, trifft sich irgendwie lieber mit irgendwelchen anti-israelischen NGOs, die natürlich auch von Deutschland mitunter finanziert werden, als mit dem israelischen Premierminister Netanyahu, was natürlich dazu führte, dass es natürlich skandalös und gleichzeitig ließ er sich dann hinreißen, vor laufenden Kameras zu behaupten, Israel würde ein Apartheidsregime da in Hebron fahren. Und ignoriert vollkommen, dass eben 97 oder sogar mehr Prozent von Hebron von Juden gar nicht betreten werden kann und eben nur diese 2-3% überhaupt für Juden betretbar sind. Auf der anderen Seite würden sie gelyncht werden. Also wenn es ein Apartheidsregime gibt, dann doch eher andersrum. Aber das hat Sigmar Gabriel nicht verstanden. Und dann haben wir noch bei der SPD eben diese Aussagen von der Linksjugend jetzt, nicht Linksjugend, von den Jungen, wie heißt die nochmal, von den jungen wie heißen die? Jusos. Jusos, ja genau, das lag mir der Name auf der Zunge. Die Jusos, die dann eben sagen, die Fatah-Jugend sei ihre Schwesterpartei und braucht nur ein bisschen recherchieren, da sieht man, dass die Fatah-Jugend nahtlos mit Terrororganisationen in Verbindung steht, beispielsweise eben dieser Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden, da gibt es halt, sage ich mal, gewisse Durchlässigkeiten. Und die behaupten dann halt, die seien auch deren Schwesterpartei oder sowas, ja, und die hätten jetzt auch noch ein Vetorecht bei irgendwelchen politischen Beschlüssen, die Jusos hier in Deutschland machen. Also, ne, das meine ich mit DDR-isierung. Mhm. Dass da Sachen, die eigentlich so nur von ehemaligen DDR-Politikern ausgedrückt werden würden, sich heute ganz normal im Mainstream der SPD-Position befinden. Und das ist natürlich hochproblematisch für eine Partei, die seit weiß ich nicht wie vielen Jahren in Deutschland massiv mitgestalten darf. Und ich hoffe sehr, dass das irgendwann, dass das nach der Wahl nicht mehr möglich ist. Ich weiß nur nicht, ob die Alternative, abgesehen davon, die dann kommen könnte, ob es jetzt irgendwie Grüne sein würden, ob die das großartig anders machen würden. Ich zweifle sehr daran. Ja, ich glaube, der größte Albtraum wäre tatsächlich ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene. Das halte ich aber für relativ unwahrscheinlich. Obwohl heutzutage irgendwie eigentlich ist mittlerweile, würde ich sagen, eigentlich ist alles möglich. Also wir leben mittlerweile in so einem, weiß ich nicht, manchmal ist, eigentlich ist fast schon alles möglich. Warum nicht auch Rot-Rot-Grün auf Bundesebene? Klappt in Berlin auch so gut. Musst du doch aus erster Hand, weißt du. Ja, ja, also aus Berlin. Also ein Fail-State-Berlin ist irgendwie dank auch. Fail-State-Berlin, ich kann nur davon abraten, das bundesweit zu implementieren. Genau. Ja. Ich hatte mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich hatte jetzt genau das mit Köln, das war jetzt noch wieder, das war eigentlich wieder, ich fand, da hat man das wieder gut gesehen. Also man hat es ja sowieso im Mai auch wieder gesehen. So, wie das wie halt viel jetzt muss man denn noch sehen? Also? Ja, aber jetzt, was ich meine? Mai, es erinnert sich ja jetzt ja schon niemand mehr an die Auseinandersetzung zwischen Hamas und dem israelischen. Ja, Militär. Niemand Nein, mehr außer, wir, genau, außer wir Juden und einige, die das eben doch so wie du intensiv mitverfolgen. Wir erinnern uns sehr daran mit sehr viel Schmerz, mit sehr viel Sorge und ja, das, wie gesagt, die Gleichgültigkeit und das Kurzzeitgedächtnis in der Dominanzgesellschaft mag so sein, dass sich die Leute nicht daran erinnern, aber für uns Juden hier gibt es immer mehr Leute, die ganz klar sagen, meine Kinder, sehe ich für sie hier keine Zukunft. So, ja. Sagen immer mehr jüdische Menschen, die ich kenne. Willst du das? Ja, meine Frau und ich, wir reden viel über über den Exit aus Deutschland. Nur manchmal ist es halt eben so auch, dass wir uns fragen, okay, so wohin? Ja, also es gibt kein anderes europäisches Land, das in Frage kommen würde für uns. In die USA kommt es für uns auch nicht in Frage. Das Einzige, was in Frage kommen würde, wäre Israel. Aber Israel wird ja auch nicht in Ruhe gelassen von den Antisemiten, im Gegenteil. Wir haben Iran ganz kurz vor einer Atombombe stehend. Europa, die EU, die da ihre Delegierten hinschickt zur Einführung des Henkers von Teheran, Ibrahim Raisi. Und da sieht man wirklich EU-Delegierte, hochrangige EU-Delegierte, nur zwei Reihen stehend vor
oder hinter Hamas-Offiziellen. Also solche Leute miteinander auf einem Bild, das ist schon schändlich, mehr als schändlich. Die USA schwächelt auch mit, finde ich, der aktuellen Total. Administration. Voll. Also das ist Ja, also ne, ein eigenes Thema. zu sagen, wir gehen jetzt hier nach Israel und glauben hiermit irgendwie dem Problem entflohen zu sein, so einfach ist das eben nicht. Sondern das Problem verfolgt die Juden, egal wo sie leben. Der einzige Unterschied ist, es wird die Juden auch nach Israel hin verfolgen. Der einzige Unterschied ist, dort haben sie eventuell wenigstens eben das Schicksal noch ein wenig mehr in der eigenen Hand, weil sie halt einfach auch zumindest eine Armee haben. Wobei wir trotzdem auch sagen müssen, wenn wir da schon so Stimmen hören, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube von der SPD wieder jemand, der sagte, vielleicht sogar war das der Kanzlerkandidat jetzt? Scholz, Kann sein. weiß Weiß nicht mehr genau. Der sagte, Waffenlieferungen an Israel sollten doch auch an innenpolitische nicht. Mitspracherecht Ja, geknüpft das sein. war der, Borjans, das war der Walter Borjans, Borjans. neben So, der da sagt's. Ja, SPD-Parteivorsitzende. ja. Also Ja. so eine Aussagen, ja, wenn wir das da schon hören, wenn ich mir jetzt das ganz ausmale, würde das ja wirklich bedeuten, okay, Israel, so Waffenembargo gegenüber Israel, weil wir haben ja von Ja, euch kriegen wir kein Mitspracherecht. Und diese Forderung stellt man nie an die wenn Türkei. Waffen in Krisengebiete liefern, das ist doch ganz klar. Und dann hört das automatisch auf. Das ist doch genau das, was die Linkspartei halt fordert. Keine Waffen in Krisengebiete. Ne? Das ist doch Ja, dann richtig. gut. Ja, richtig. Aber so wirklich zur Debatte steht es erst ab Israel. Ja, also es steht nie Ja, wirklich zur natürlich. Debatte. Natürlich. Genau. Also ich meine, deine Zuhörer sind ja vielleicht nicht nur alles Leute, die deinen Sarkasmus verstehen, sondern halt auch eben welche, die vielleicht gerade so irgendwie neu da reinkommen. Also das beginnt, dieser doppelte Standard, der wird halt eben nur an Israel angesetzt. Man setzt problemlos seine Waffen ab in Türkei, in Saudi-Arabien und hat auch gar kein Problem jetzt mal ohne Waffen. Maschinen und allerlei infrastrukturelle Dinge, die wichtig sind, nach Iran irgendwie. Ich meine, Iran ist ein riesengroßer Handelspartner für Deutschland. Darauf ist man ganz stolz. Und da schaut man halt einfach komplett darüber hinweg, dass dieses Land seine eigene Bevölkerung unterdrückt und ja, und auch umbringt und jetzt da halt auch noch einen einen Regierungschef hat, diesen Ibrahim Raisi, ja, der wirklich als Henker von Teheran in die Annalen dort eingegangen ist, ja, ein absoluter Verbrecher und Barbar, ja, und mit solchen Leuten versucht man irgendwie die ganze Zeit irgendwie in guten Verhältnissen zu stehen und hat gleichzeitig ein sehr kühles Verhältnis zur einzigen Demokratie im Nahen Osten. Also das hat alles, du sagtest es ja eben, das wird nicht unbedingt bewusst sein. Ja, aber Psychologen haben doch schon längst auch nachweisen können, ganz vieles unserer Handlungen passieren eben unterbewusst. Und was im Unterbewusstsein in der deutschen Seele an Komplexen schlummert, ja, das schafft sich auf diese Art und Weise eben seine Manifestation, indem man auf der einen Seite vielleicht gar nicht weiß und nicht merkt, dass man sich praktisch auf der einen Seite versucht, seinen Ablasshandel mit nützlichen Juden zu holen, die einen ihre die eigene die eigene kognitive Dissonanz rechtfertigen, wenn man auf der anderen Seite mit Israel in so einem kühlen Verhältnis und auf der anderen Seite mit Israel vernichtenden Ideologien und Staaten in so einem warmen und freundschaftlichen, partnerschaftlichen Verhältnis man muss doch die Dialoge und die Kanäle zu den Dialogen eben offen halten. Ja, Ja, das also hat alles, ich würde finde mal ich, meiner sagen, Meinung damit zu also tun. dieser Irrglaube, wieder Krieg sei irgendwie eine der Schlussfolgerungen aus dem Zweiten Weltkrieg oder die logische Konsequenz aus dem Holocaust, das ist natürlich ein Trugschluss. Also die Forderung sollte ja eigentlich nie wieder Appeasement lauten. Ich würde sogar sagen, so Auch, würde man ja. gerade als Deutscher, aber nicht nur, einfach mal als Lehrer aus München ein Abkommen halt schließen, dass so Verhandlungen halt mit so Leuten wie dem iranischen Regime, die ja nie ein Hehl draus gemacht haben, was sie vorhaben, wenn sie die Atombombe haben. Genau. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz aus dem Holocaust und aus Auschwitz. Aber auch da sind wir halt wieder bei, also wenn halt jemand wie Heiko Maas irgendwie vor, ich weiß nicht wann es war, er twittert ja recht viel, aber irgendwann hat er einen Tweet abgelassen zum Tagebuch der Anne Frank und
Das muss man muss diesen Tweet halt auch wirklich zwischen den Zeilen lesen, weil das, was er eigentlich aussagen will, er schreibt dann, ja, das ist halt irgendwie, das ist uns die Geschichte dieses Mädchens und des Buches ist halt eine Mahnung, irgendwie in der heutigen Zeit Ausgrenzung und Rassismus und Vorurteilen gegenüberzutreten und bla bla bla. Also wieder so wohlfeiles Gequatsche. Nur das, was er eigentlich damit sagt, ist, also das ist ja alles und nichts. Also Anne Frank ist ein Mädchen, die hat im Holocaust umgebracht wurde und das hat sie Ja. festgehalten. Und darum geht es. Also das, was Heiko Maas daraus macht, ist aber eigentlich, was alles und nichts bedeuten kann. Und deswegen kann es auch heißen, irgendwie, wir müssen Ausgrenzung und Rassismus gegenübertreten, kann auch heißen, ich demonstriere mit irgendwelchen Muslimbrüdern gegen die AfD. Also das heißt es ja auch in der Genau. Konsequenz für diese Leute. Und das ist ja eine Genau. völlig falsche Logik, also völlig falsche Genau. Schlussfolgerung irgendwie aus der deutschen Geschichte, aus dem Holocaust. Und Ja, dann also wundert der mich das auch nicht, wenn Holocaust. jemand halt so wenn so jemand, wenn das halt die Lehren der Vergangenheit für so jemanden sind, der Außenminister ist, dann wundert es mich halt auch nicht, dass er halt irgendwie den Mullahs halt die Hände schüttelt und irgendwie Weil der Holocaust aus dem Antisemitismus entkontextualisiert wird. ja, genau. Und das passiert halt auch beispielsweise, haben wir das gesehen, bei der Debatte darum, als daran erinnert wurde, dass Willy Brandt sich vor dem Mahnmal verneigte, das an den Aufstand des Warschauer Ghettos erinnert, dass da halt auch hier in Deutschland bei dem Gedenken daran so getan wurde, als ginge es bei dieser Verneigung, übrigens auch auf polnischer Seite teilweise, da ginge es um diese Verneigung eben nicht spezifisch um die jüdischen Opfer dieses Ghettos, sondern um die Opfer von Krieg allgemein. Also der Antisemitismus beziehungsweise der Holocaust und die Opfer aus dem Holocaust werden aus dem Antisemitismus entkontextualisiert. Und weil man nur auf diese Art und Weise die eigenen in sich weiterhin bestehenden Antisemitismen, die man auf der oder der oder der Form hat, nur so sozusagen sie aushält. Ja, Ja, das ist man so muss ein, den. ja, also es Weißt ist du, so was ich meine? ein, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch das Gefühl, das wird halt, der Holocaust wird nach und nach zu so einem Selbstbedienungsladen. Also das Richtig. gab schon immer irgendwie Durchgeknallte, die gesagt haben, die Autofahrer sind die Juden von heute oder die Türken sind die Leute, also Juden von heute. Ja, und die Aber es nimmt Sudetendeutschen halt seien immer Opfer mehr des zu. Holocaust. Genau, also es nimmt halt immer mehr zu. Also das ist ja auch, also wenn halt ein Ayman Maziyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, irgendwie nach der letzten Bundestagswahl 2017 gesagt hat, jetzt seit 1945 sitzt zum ersten Mal wieder eine Partei im Bundestag, die einer hier lebenden Religionsgemeinschaft irgendwie alle Rechte abspricht. Also damit meint er natürlich die AfD. Und das ist ja ganz klar, worauf der abzielt. Muslime sind die neuen Juden. Also Muslime sind die neuen Juden. Dann halt irgendwie solche Leute, die halt irgendwie jetzt, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, diese Corona-Impfung ablehnen, inszenieren sich teilweise auch als neue Juden. Und das geht ja immer so weiter. Und dann kommt halt Ja, dieses. aber das hast du, da brauchst du ja nicht mal Ayman Maziyek zitieren. Da hast du ja auch den Wolfgang Benz, der das Gleiche tut. Und er als jemand, der das Antisemitismus-Verschleierungsinstitut ZFA, also ja, praktisch aufgebaut hat. Und daran sieht man halt mal so, ich weiß nicht, wann sich dieser Wandel bei ihm und anderen seiner Mitarbeiter entwickelt hat, sofern es denn überhaupt je ein Wandel war und nicht vorher einfach eine gute Tarnstrategie. Aber ja, also wenn man hier in diesem Land ein staatlich gefördertes Institut hat, mit dem euphemistischen Namen Zentrum für Antisemitismusforschung, aber bei den Publikationen und der Arbeit feststellt, dass dieses Institut und die Mitarbeiter und was da passiert, eben Antisemitismusverschleierung macht, dann muss man sich echt fragen, so, ey, also wie will man denn hier in Deutschland jemals den Antisemitismus bekämpfen, wenn sogar die Institutionen, die ihn erforschen sollen, eher daran arbeiten, eben Antisemitismus zu verklären und den heutigen virulentesten Antisemitismus, den die authentische Antisemitismusforschung, eben den israelbezogenen Antisemitismus und Antizionismus als das bezeichnet, den versucht zu negieren. Und das von einem Institut, das seit 40 Jahren hier in Deutschland wirkt und gestaltet,
Da brauchen wir uns doch nicht wundern, dass der Antisemitismus in den letzten 40 Jahren, genau seitdem ich hier lebe, eben noch mehr und noch stärker und noch größer geworden ist, weil wir hier ein dysfunktionales Institut für Antisemitismusforschung haben, was ich im Prinzip als ein trojanisches Pferd bezeichne. Ja, aber auf die Frage, wer das machen kann, dann können wir sagen, ja, dann sind wir auf uns zurückgeworfen. Also ja, wir müssen diese Leute, die da nicht authentisch forschen, so öffentlich diskreditieren, sodass eben Staatsanwälte, Minister und andere Behörden in Deutschland nicht mehr auf ihre Publikationen zurückgreifen, deren Empfehlungen wie Omri Böhm mit als Delegation nach Israel mitzunehmen nicht mehr angenommen wird, weil sofort im Kopf klingelt, okay, ZFA problematisch, trojanisches Pferd, aber das geht einfach nur wenn wir Haltung zeigen, eine Gegenöffentlichkeit und eine Gegenmeinung darstellen, die irgendwie zumindest ansatzweise diesem riesigen Institut und seinem gigantischen Namensschild etwas entgegenbringen kann. Ja, das ist aber auch heftig. Sowas existiert in keinem anderen Land der Welt. Es existiert auch in keinem anderen Land der Welt eine so große anti-israelische Israeli-Community, wie wir sie hier in Deutschland vorfinden. Warum wohl? Warum gehen diese anti-israelischen, warum fühlen sich alle so von Berlin angezogen und nicht so sehr von... Du bliebst ja direkt an der Quelle sozusagen. Ne? Also ja, genau. Ja, warum wohl? Weil man hier halt eben diese Plattform bekommt. Warum gehen die halt nicht nach Barcelona, wunderschöne Stadt, oder nach Paris oder London? Ja, warum sind sie größtenteils in Berlin, dem Land, der Stadt, die Ermordung ihrer Großeltern und deren Familien praktisch konstruiert und orchestriert hat. Warum werden sie hier so zahlreich, warum kommen sie hier so zahlreich her? Weil Berlin diesen Geist, eben diesen Geist fördert. Und das hat alles mit der Vergangenheit zu tun. Einfach alles. Ja. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil Berlin buntfriedlich weltoffen ist, nur halt nicht für... Ist das Barcelona nicht auch? Das haben doch viele. Ja. Barcelona ist bunt, friedlich, weltoffen. Auch ja, Frankreich, also Paris ist bunt. London ist bunt, friedlich. Also könnte man, würde ich sagen, auch. Amsterdam ist bunt, friedlich, weltoffen. Aber das Städten, könnte man dann so viele. Ja, genau. Ich glaube, in vielen europäischen Städten meine ich dafür, also jetzt Paris, glaube ich schon. Das ist, glaube ich, gefährlich. Wobei ich glaube, auch in London und Barcelona kann es auch passieren. Vielleicht passiert es in Warschau weniger. Oder in Portugal vielleicht auch weniger, in Italien passiert es dir vielleicht auch weniger, wenn du als orthodoxer Jude auftrittst oder als erkennbarer Jude mit David-Sternkäppchen oder so. Das meinte ich eigentlich. Berlin ist, glaube ich, buntfriedlich weltoffen, nur nicht für, sagen wir, offen auftretende Juden, die auch kein Hehl daraus machen, dass sie auch sich natürlich irgendwie selbstverständlich an der Seite Israels wähnen. Ja, aber ich meine, die Israelis, die hierher kommen, sind ja größtenteils keine Israelis, die mit Schläfenlocken herumlaufen und mit einer Kippa oder ein Davidsternkärtchen. Also die könnten sich eben genauso frei und offen fühlen, würden sie nach London oder nach Amsterdam oder eben nach Paris oder Barcelona gehen oder nach Rom oder Florenz oder wo auch immer. Ja, dieses bunt, offen, friedlich, das kriegt man wirklich in ganz vielen europäischen Ländern eigentlich. Warum aber sie alle nach Berlin kommen, ist halt, weil dieses Land und Berlin diesen anti-israelischen Israelis eben ein Betätigungsfeld und Plattform bietet. Mhm. Und das hat eben alles mit der Vergangenheit zu tun. Alles. Weil man braucht diese anti-israelischen Juden, um hier seiner eigenen antizionistischen und antisemitischen, israelbezogenen antisemitischen Agenda mit den doppelten Standards, braucht man das eben, man braucht diese Leute hier als eine Art Gegenöffentlichkeit gegenüber der jüdischen, israel-solidarischen Community in Deutschland. Man braucht sie als Gegenöffentlichkeit. Ja, ja. Um so zu tun, ihr müsst euch erstmal einig werden, dann können wir unsere Politik verändern. Solange ihr euch nicht einig seid, bla bla bla. Aber eigentlich sind größtenteils die Juden weltweit Israel solidarisch, ganz klar. Und auch zionistisch eingestellt. Ja. Und eben nicht Antizionismus. Es gibt natürlich in den Details Unterschiede. Ja, manche Juden sagen dies, andere das. Aber in den Grundeckpfeilern ist man sich größtenteils dahingehend einig, dass Israel ein sehr wichtiges jüdisches Symbol ist und auch eine Lebensversicherung für jüdisches Leben weltweit darstellt
Und ja, und dass Israel eben als jüdischer Staat und demokratischer Staat existieren soll und auch, dass die israelischen Staatssymbole, sprich die Landesflagge und die Hymne und das Staatswappen und so weiter, all eben diese jüdischen Attribute beinhalten sollten. Und bei diesen anti-israelischen Israelis wird das in Frage gestellt. Ja, da wird halt durchaus bei Omri Böhm in Frage gestellt, und der ist halt da die prominenteste Galionsfigur aktuell, die da in Stellung gebracht wird, von ZFA, wird in Frage gestellt, wenn denn dann irgendwie demografisch sich so ein Wandel vollziehen würde durch das Recht auf Rückkehr und so weiter oder durch eine Einstaatlösung, dass halt eben die jüdischen Attribute des heute jüdischen Staates eben sozusagen umgekehrt werden und auch die israelische Staatsflagge verändert oder eben die Hymne verändert oder halt auch ja, andere jüdische Attribute, die eben als nationale Symbole da etabliert wurden. Man stelle sich halt einfach nur mal vor, was wäre das denn hier für ein Skandal, würde jetzt jemand kommen und sagen, ja, wir müssten jetzt hier mal die Nationalhymne Deutschlands ändern oder ja, halt auch die Nationalflagge ändern. Nee, ich glaube, wir leben in einer zunehmend postnationalen Welt. Also das ganze Open Border, No Nation, No Border, ja. Das ist ja was ich tatsächlich mittlerweile ja... Also es ist Wer ja, lebt denn in einer Postnation? Nein, das sehen die Polen ganz anders. Du brauchst nur einfach ein bisschen... Ja. Weißt du so, das, ich finde Nationalstaaten... Ich glaube, wir hatten doch hier in Europa gerade jetzt so viele Jahrzehnte eben Frieden, weil man auf der einen Seite, ohne weiter expandieren zu wollen, sich auf seine nationalen Grenzen beschränkte und mit der Idee der EU auf Kooperation und so weiter und auch von mir aus eine Währungsunion dahingehend ja offene Grenzen innerhalb der EU, aber nicht also mit dem Preis, dass man halt auch so sein nationales Gefühl aufgibt komplett. Das ist ja auch das Ding, was die Ostblockstaaten eben für ein Problem damit haben. Ja, weil die sagen so, hey, wir sind ja gerade die Polen, man kann das echt viel kritisieren, ja, und ich kritisiere auch ohne Ende wie es da nach rechts abdriftet, also wirklich toxisch rechts abdriftet, ja. Aber ich verstehe, wenn eine Nation, die über Jahrhunderte eben als Nation zusammengewachsen ist, weil sie eine eigene Sprache haben, weil sie eine eigene Kultur haben, weil sie auch religiös irgendwie betrachtet, irgendwie da so eigen dastehen mit ihrem Katholizismus oder mit ihren Bräuchen und so weiter. Ich kann verstehen, und vor allen Dingen, wenn es halt auch eine Nation ist, die ständig als ein Spielball der Großmächte hin und her geteilt wurde und auch ein großes Opfer dieser Nation, dieser Großmächte wurde, ja. Dass die sagen so, hey, Moment mal, wir haben jetzt endlich mal nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion so hier unsere Souveränität und wollen auf Augenhöhe wahrgenommen und weiter existieren und wollen noch in 100 Jahren Polen sein und eben Polen sein. Und Polnisch ist eben die Nationalsprache und das ist eben unsere Flagge und das ist eben unsere Religion und so weiter. Ich kann das voll nachvollziehen. Ein Teil der Welt sieht sich in so einem postnationalen Naja, aber das Problem ist ja, dass es ja die westliche Welt ist, die sich in diesem postnationalen Denkmuster mittlerweile ziemlich verfangen. Bin ich mir nicht sicher. Ich denke auch, dass andere Länder... Schon so eine Tendenz zur Selbstaufgabe des Westens und der Westen wird halt irgendwie primär... Also aber Westen, wer ist denn... Würdest du sagen, Argentinien ist Westen? Also ich glaube schon, dass die Argentinier gerne Argentinier sind und auch die Mexikaner gerne Mexikaner sind und auch die Kolumbianer gerne Kolumbianer sind und die Brasilianer gerne Brasilianer sind und ich glaube ja, auch, dass... Also natürlich ist es ja auch, also zum Beispiel ist es ja auch kein Zufall, dass in Großbritannien die zwar eine knappe, aber eine Mehrheit für den Brexit votiert hat. Großbritannien ist eine oder England, so ist eine der Nationen, Eckpfeiler des Westens halt gewesen, der Aufklärung, der Demokratie und aber auch natürlich, das waren auch Leute, die hatten halt auch einen gewissen Nationalstolz auf ihre Werte, auch auf ihre Krone und so weiter, egal was ich davon halte, ich kann es nachvollziehen. Und aber das ist ja auch, Großbritannien ist ja mittlerweile auch komplett durchsetzt von so Woker-Ideologie, die haben halt zum Teil ein ganz krasses kommunitaristisches Konzept. Da gibt es ja halt Regionen, also diese Rotherham-Geschichte, das wird dir auch ein bestimmter Begriff sein, wo halt so pakistanisch-muslimische Communities über Jahrzehnte nicht angetastet wurden von den Behörden und der Polizei, obwohl die da halt irgendwie Prostitutions
Fälle da halt hatten, wo halt Mädchen, White Trash-Mädchen aus der Unterschicht irgendwie 13, 14 jeder, wie über Jahrzehnte missbraucht wurden. Und das waren halt, aber die Täter waren halt keine Weißen, sondern halt wie pakistanische Muslime, und die wurden halt nicht aus Angst vor Rassismusvorwürfen, haben die ja die Behörden und die Polizei, die zum Teil ja wissentlich haben das halt geduldet oder den Teppich gekehrt. Und da zeigt sich ja schon, was für eine Ideologie halt mittlerweile ja, da im Staat aber, ist. Aber, und genau, ja, aber das meine ich halt, das ich würde, ganz, ich, kann halt in einer westlichen Nation, also einer Nation, die halt irgendwie die Freiheit des Denkens, die Aufklärung, so eigentlich dafür halt wie maßgeblich verantwortlich war, wie maßgeblich dafür verantwortlich war, dass der Nationalsozialismus wiedergehoben wurde, wie kann sich so ein Denken halt durchsetzen? Das ist ja total gegen Aufklärung. Also ich glaube einfach eher, dass diese woke Bubble, sehe ich auch in Frankreich, in den USA. Also ich glaube eher, dass es diese Bubbles sind, diese auch woke, diese woke Bubble und von mir aus auch in der in akademischen Kreisen, in diesen Bubbles, dass da nur weil die Leute sagen, wir leben in einer postkolonialen, nicht postkolonialen, in einer postnationalen Ära, nur weil die das ständig behaupten, heißt es nicht, dass es wirklich so ist, weil ich glaube, genauso wirst du nach Frankreich gehen können und sagen so, ohne dass das ein Typ ist, der so ein Front National-Wähler ist, ja, sondern ganz normaler, vernünftiger Franzose, der sagt so, ey, so trotzdem, ich finde jetzt nicht, dass Frankreich als Staat nicht mehr existieren soll mit seiner Hymne, mit seiner Nationalflagge, und mit seiner Amtssprache. Oder beispielsweise Italien oder auch Spanien und so weiter. Also ich glaube, und das ist halt, um jetzt nochmal zurück so den Bogen nach Israel zu spannen, das ist halt einfach etwas, das eben gerade in diesem sehr kleinen Land wie Israel, ja, wo halt demografisch kleine Veränderungen natürlich, wenn wir dann demokratisch auch sind, solche kleinen Veränderungen berechenbarer Zukunft, kann man sagen, zu der Infragestellung solcher nationalen Symbole führen könnten. Das ist eine Form eben von Antisemitismus. Diese Frage, glaube ich, stellt sich hier in Deutschland nicht wirklich jemand. Also hättest du hier in Deutschland einen Politiker, der offen fordert, hey, die Demografie hat sich hier in Deutschland so und so verändert, viele können sich mit der deutschen Nationalhymne nicht so wirklich identifizieren, warum auch immer, die ändern wir jetzt einfach mal. Oder die Amtssprache hier ist Deutsch, ja, inzwischen müssen wir sagen, keine Ahnung, reden mehr Leute oder ein großer Anteil die und die Sprache, wir erheben jetzt die und die Sprache jetzt zu einer Amtssprache. Oder die deutsche Flagge, lassen wir mal zu Deutschland sogar, gehen wir mal nach Schweiz. Schweiz hat das Kreuz auf seiner Nationalflagge. Würde da ein Politiker kommen und sagen, ey, wir nehmen jetzt dieses Kreuz von der Nationalflagge und machen einfach nur rot, nicht mal irgendwas anderes, ja, nur rot. Die hatten wir schon. Bitte? Aber nee, ja. Ich glaube, die sind stabil, die Schweizer. Ich glaub, also, ja, also die sind nicht... Also, glaub, was in der Schweiz ist es relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber in Deutschland... Ja, aber niemand fordert das von der Schweiz. Der Punkt ist, dass das niemand von der Schweiz fordert. Genau, das ist richtig. Das ist der Punkt. Niemand fordert das von der Schweiz. Von Israel wird das aber teilweise gefordert oder es wird gefördert. Und das ist halt einfach... Das ist eigentlich eine Form von Kolonialismus. Israel hat sich jetzt endlich nach 2000 Jahren, die Juden haben sich endlich jetzt wieder irgendwie ihren eigenen nationalen Schutzraum erkämpft. Ja, das wurde ihnen nicht geschenkt. Und nun kommen halt da wieder Stimmen hoch, auch jüdische, auch israelische, die von deutschen Institutionen hier hofiert werden, um eben die Frage, die Infragestellung möglich zu machen, die aber niemand bei einem Staat wie Schweiz beispielsweise sich wagen würde, das zu machen. Das wäre ja undenkbar. Ja, das ist richtig, ja. Also doch, diese Stimmen gibt es auch. Also ich würde aber sagen, das ist ja eigentlich, wenn du dir diese woke Bubble, so diese No Nation, No Border, und das sind ja mittlerweile gar nicht mehr wenige, es ist eine sehr, sehr laute Minderheit, die aber sehr, sehr tonangebend ist teilweise. Und das ist ja genau das, was zum Beispiel diesen Leuten, das sind ja auch immer dieselben. Wenn du dir Twitter-Profile von diesen Leuten anguckst, ist immer die EU-Flagge dabei, irgendwie noch Regenbogenflagge, wenn es halt opportun ist. Bei mir ist die EU-Flagge auch dabei, aber warum geht diese Balance denn nicht? Warum kann man nicht Nationalstaat sein
Und trotzdem in Kooperation in einem noch größeren Konstrukt Genau, dagegen ist sich. ja, genau, dagegen ist ja auch gar Genau. nicht, denn es ging mir auch gar nicht darum, um eine prinzipielle Ablehnung der EU, dass ich jetzt sage, Leute, die prinzipiell eine EU-Fahne in ihrem Twitter-Profil drin haben, sind für mich, mit denen rede ich gar nicht. Darum geht Nee, es halt, du hast das ich nur. wollte halt nur, das ist halt immer so ein bestimmter Typ Mensch. Also das sind auch so Leute, die finden halt das, was ich an der EU absolut kritikwürdig finde, wie dieses supranationale, undemokratische, bürokratische Monstrum, was die EU ja mittlerweile halt ist, das finden diese Leute ja geil. Also das ist, finden die ja, also für die ist das ja irgendwie, Nationalstaaten sind erstmal fui bäh. Und genau das ist auch der Grund, warum diese Leute halt Israel nicht mögen. Weil Israel halt stur an diesem Ja, aber warum, Nationalstaat, aber an dem warum, deutschen aber Land, warum sieht genau. man, ja, aber warum sieht man deren Abarbeiten nicht an, erstmal an den Grenzen, die näher an ihn dran ist, wie beispielsweise Schweiz? Ja. Warum Israel? Warum nicht Schweiz? Mach doch erstmal die Schweiz zu einem EU-postnationalen Staat und dann reden wir mal irgendwann über Israel, ja, das zusätzlich eben ein Ureinwohnerreservat und nicht. Ja, ein Ureinwohnerreservat für dieses kleine jüdische Völkchen ist, das seit Jahrhunderten durch die Weltgeschichte gehetzt und ermordet wird. Ja. Ja, deswegen, also solche Leute, die kann ich nicht ernst nehmen, die benutzen einfach eben nur neue Worte und neue Tarnmantel, um ihren Antisemitismus zu artikulieren, ohne, weil sie sich so wenig damit auseinandergesetzt haben, überhaupt zu verstehen, dass sie Antisemitismen reproduzieren. Aber ja, daran sieht man halt mal, dass Antisemitismus tatsächlich so etwas wie der Virus auf der soziologischen Computerfestplatte des Menschen ist, ja, der immer wieder es schafft, durch Mutationen die Gehirne mit toxischer Information und Halbwahrheiten und Lügen und dazu führend kognitiver Dissonanz zu verführen, zu verwirren. Und ja, und warum das so ist, das ist wirklich erstaunlich. Es erfüllt offenbar eine gewisse Funktion, die dem Menschen nützlich ist. Und zwar die Funktion, irgendwelche Form von Progressivität, ob es Progressivität in Richtung Blödsinn oder Progressivität in Richtung Gut, sozusagen anzutreiben. Also der Antisemitismus mobilisiert halt einfach viele Menschen. Und wenn man es schafft, auf die oder die oder die Art und Weise ihn anknüpfungsfähig zu machen, dann kriegt man die Leute dazu und dementsprechend kann man dann halt auch die Welt oder die Entwicklung zu seinen Gunsten gestalten. Ja, und das lässt einen auch Und gut fühlen, ne? Also es ist, glaube ich, einfach, das ist halt ein richtig. bestimmtes Erklärungsmodell und ja, ich glaube, es Genau, also ja, wir können ja so. es ist erstaunlich, dass ausgerechnet Juden diese Funktion erfüllt haben. Und manchmal frage ich mich, weil ich meine, also das Krasse ist, sowas, das steht halt schon in der Tora geschrieben, dass die Juden diese Rolle haben. Und da frage ich mich, hatten sie die schon vorher oder erst als die Tora da war, wurde es zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung? Das ist die Frage nach der Henne und dem Ei, aber im Ergebnis sehen wir es doch auch in der Gegenwart. Und wir arbeiten dagegen, dass sich das ändert oder arbeiten dafür, dass sich das ändert, besser gesagt. Aber manchmal, ne, Philipp, da fühlt man sich halt auch manchmal wie bei so einer Sisyphus-Arbeit, ne? Ja, also machtlos halt, ne? Ich würde so sagen, vielleicht können wir zum Abschluss, wir sind ja schon fast 2 Stunden mittlerweile am Quatschen. Und bei mir kommt die Sonne langsam raus. Ich will auf jeden Fall nochmal entweder Fahrrad fahren oder laufen gehen. Ja, ich habe auch vor, Genau, mit den das. Kindern noch ein bisschen rauszugehen. Genau, lass uns zum Abschluss nochmal irgendwie ein bisschen was Versöhnlicheres machen. Weil eine Frage, die ich mir, wir haben ja wirklich jetzt auch, wir haben dieses Jahr ja auch wieder viele Veranstaltungen gemacht, halt bislang nur online, demnächst dann sogar mal wieder endlich in Präsenz an Schulen in Hamburg. Aber eine Frage, die ich mir immer so gestellt habe, du machst ja noch viel, viel mehr. Also ich begleite ja nur ein paar Veranstaltungen. Du machst ja bis zu, keine Ahnung, wie viele Veranstaltungen machst du, gefühlt so 1.000 im Jahr oder so. Nee, nein, so viele Aber du nicht. Aber machst ich würde schon viel, sagen, ne? Du machst ja nicht nur die zwischen. Schulveranstaltungen, sondern über die Normalschule. Du bist ja auch Gast in Podcasts, in Fernsehsendungen, Ja. keine Ahnung, dich hat Welt-TV dich neulich begleitet irgendwie. Ja, und du machst so vieles, du hast ein Buch geschrieben. So, und
Hast du das Gefühl so, okay, meine Arbeit hat so, bewirkt doch was? Also ich kann mich immer nur an ein Beispiel erinnern, mit einem, wo wir in Lübeck waren vor 2 Jahren, da war eine Abendveranstaltung in der Schule, wo wir morgens waren, da war ein Vater mit seinem Sohn, der in die Klasse geht, wo du morgens einen Vortrag gehalten hast und abends war der Vater da und der hat auch so dümmliches Israel-Bashing auf Süddeutsche Zeitung, Taz-Niveau halt betrieben, mit dem du hast dich sehr lange intensiv mit dem auseinandergesetzt und der war auch offen für sowas. Das muss auch immer, wenn ich halt merke, okay, da ist jemand, der redet halt Blödsinn, aber er hört sich das an und denkt vielleicht drüber nach, dann merke ich, okay, dann bringt das was und so. Bei dem hat es ja was gemacht, der war eine Woche später, war der in Lübeck auf einem Vortrag, den ich organisiert hatte mit Alex Feuerherz zum Thema Israel. Ich weiß nicht mehr genau was, Vereinte Nationen gegen Israel, glaube ich. Und da war der auch da und fand das sehr interessant und hat sich sehr lautstark gegen eine im Publikum sitzende Antisemitin ausgesprochen, die ja, das übliche Pro-Palästina-Narrativ da von sich gegeben hat. Und das war so was, da habe ich gemerkt, okay, gut, es bringt halt doch was. Aber es sind halt Einzelbeispiele. Ich weiß nicht, du Ja, machst viel mehr also ich muss Veranstaltungen dir und kriegst auch sagen, mit mehr ich positiven sehe, Rückmeldungen. ja, also ich sehe die große, wirklich, wirklich große Chance, die bei der Arbeit, wenn man da so an Schulen geht und da die jungen Menschen erreicht. Natürlich wissen wir nicht, wie, wenn ich wieder weg bin, was dann in weiteren 5 Jahren, was sie erleben, was für Informationen, toxische Informationen vielleicht sie auch erreicht, um diese positiven Erfahrungen, die wir gemeinsam dann gemacht haben, vielleicht wieder umzukehren. Aber insgesamt doch würde ich sagen, wenn man da kontinuierlich Arbeit reinstecken würde und halt Ben Salomo, wenn wir mit dir beispielsweise in die Schulen gehen, wenn da halt einfach eine gewisse Nachhaltigkeit existieren würde, sprich wir kommen, nach uns kommt ein paar Wochen später noch jemand, der vielleicht irgendwie das Thema Israel und seine Geschichte noch ein wenig mehr in den Fokus rückt und so weiter und so weiter. Oder halt auch Antisemitismus, Theorie jenseits der Publikation des ZFA wohlgemerkt, da sozusagen an den Schulen nochmal fördern würde. Da glaube ich schon, dass man in 10, 15 Jahren eine Generation aufgeklärt hat, die in 10, 15 Jahren, wenn sie dann in die Uni geht und dann sagen wir mal 30 Jahren, endlich mal verstanden hat, was wirklich Antisemitismus ist und eine ausgewogene und balancierte und lösungsorientierte vor allen Dingen und nicht das Problem perpetuierende Politik im Nahen Osten beziehungsweise mit Israel und den Palästinensern machen und wählen würde. Bis dahin aber gehen noch viele Jahre ins Land auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber müssen wir ganz klar sagen, ich will jetzt auch diese versöhnliche Sache, die ich gerade gesagt habe, nicht wieder kaputt machen, aber auf der anderen Seite haben wir dann doch irgendwie eben symbolpolitische oder eben sehr ungünstig aussehende, in der Außenwirkung hervorstechende politische Handlungen oder Aussagen von Politikern, die vor allen Dingen in den Vereinten Nationen dann halt auch, weil da wird das Israel-Bashing durchgeführt und das ist auf einer ganz großen politischen Ebene ist es dann halt auch also wirklich bis in die Gesellschaft sichtbar und beeinflusst das gesellschaftliche Klima. Dazu noch diese Postcolonial und Critical Race und all diese Dinge, die wir da sehen, die konterkarieren diese Arbeit dann halt leider auch, ne? Ja. Und dementsprechend müssen wir sagen, die Arbeit, die wir tun, stößt ja nicht auf Widerstand, stößt ja nicht, ist ja, wird ja nicht widerstandslos hingenommen, sondern es existieren eben Widerstände gegen das, was wir tun, gegen das, was wir sagen. Und deswegen muss ich ganz offen und realistisch sein und sagen, ja, in einer idealen Welt, wo die Antisemiten von heute auf morgen wenigstens die Klappe halten und keine Schlüsselpositionen in einigen Bereichen innehaben, könnte die Arbeit, die wir machen, wenn man sie noch mehr professionalisieren würde und auch großflächiger und nachhaltiger gestalten würde, auch mit Staatsmitteln, könnte sie zum Erfolg führen. Eigentlich lässt sich Antisemitismus be durchaus bekämpfen und vielleicht auch so weitgehend besiegen, dass er wirklich nicht mehr alltagsprägend für uns jüdische Menschen wäre. Genau, und dass Aber die Antisemiten einfach auch zwar ihre Ansichten vielleicht nicht ändern, aber sie wissen, sie erwartet so viel Gegendruck, dass sie einfach genau. gar nicht sich öffentlich äußern.
Aber Richtig, oder eben halt eben nur zurück in in ihren Bubbles dort nur bleiben. Aber das ist wirklich leider nicht die aktuelle Realität. Die Antisemiten haben nicht nur keine Angst, sich zu äußern, sie sind auch prominent. Ich meine, schau mal, wir haben hier einen Attila Hildmann, wir gesehen, wir haben hier den Xavier Naidoo, wir haben unzählige Rapper, wir haben Roger Waters, wir haben auch Politiker hier oder da. Gregor Gysi erst letztens, ja. im Mai war das, glaube ich, sagte er tatsächlich im Parlament hier im Bundestag, Israel hätte die Hamas gegründet. Also das ist so Ken Jebsen-Sprech. Ken Jebsen-Sprech, 1:1 hier im Deutschen Bundestag, und niemand der Politiker, die dort vor Ort waren, weder parteiintern noch von den anderen Parteien, hat dahingehend Protest artikuliert gegenüber dieser schändlichen Aussage eines Gregor Gysi. Israel hätte die Hamas gegründet. Das ist genauso wie, das ist Jürgen Todenhöfer, der sagt, die USA hätten Al-Qaida gegründet. Die Ideologie des Islamismus war schon da. Und diese Organisationen waren schon da oder in Entwicklung. Das zu behaupten, ist wiederum typisch für diese antisemitische Täter-Opfer-Umkehr und die Vertauschung von Ursache und Wirkung. Und das haben wir von so klugen Leuten. Ist ja nicht dumm, der Gregor Gysi. Ja, ein Von solchen klugen. Doktortitel. Ja, nicht nur, dass er einen Aber ein Doktortitel Schwager. hat, das ist ein rhetorisch sehr begabter und guter Redner und auch einfach kein dummer Mensch. Und daran sieht man mal, der Antisemitismus, also Intelligenz schützt nicht davor, dass man antisemitische Artikulationsmuster übernimmt. Und die konterkarieren sehr die Arbeit, die wir machen. Vor allen Dingen, wenn das so prominente Leuchtturm mit Wirkung, mit Außenwirkung, ja, solche Leute artikulieren. Ja, dem auch Und viele, davon haben wir nicht wenige. die auch reale politische Macht halt besitzen, ne? Also, Richtig, ja, okay, genau. Gysi jetzt nicht, der ist jetzt in der Opposition, also seine Partei ist in der Opposition, aber das kann sich ja alles auch ändern und es sitzen halt genug Leute im Bundestag in der Regierung, die sehr, sehr viele Dinge tun und machen. Ja, aber weißt du Macht so, bei Israel. wenn die Leute in der AfD so ein dummes Zeug reden, dann hört man von den anderen Parteien Buhrufe, Genau. Widersprüche, ist eine Frage, Gegenfrage erlaubt, bla bla bla. Man hat die Widersprüche. Aber die sind ja auch rechts, ne? Also rechts ist halt. Ja, und das, wenn es von der anderen Seite kommt. Ja, das ist halt nicht so schlimm. Das ist halt anders. Das muss man dann schon Nee, verstehen. lass den Sarkasmus. Nein, nein, Aber es ich ist denke manchmal, ich kann halt nicht widerwärtig. anders als mit Zynismus und Sarkasmus darauf reagieren, weil das eigentlich so irre ist und weil das Ja. eigentlich so einfach ist. So haben wir auch vor ein paar Monaten erst so ein paar dumme Linke, die irgendwie in Lübeck so eine popelige Antifa-Gruppe, die auch so einen Aufruf zu so einer antisemitischen Demo geteilt haben auf ihrem Instagram-Account. Die wurden dann von meinem Blog auf Facebook dann irgendwie als, weiß gar nicht mehr genau, ich habe sie sehr polemisch auf jeden Fall dafür kritisiert. Speerspitze oder lokaler Volkssturm, nee, nee, Speerspitze, lokale Speerspitze des antisemitischen Volkssturms. Das war natürlich sehr überzogen. Das sind irgendwelche 20-Jährigen oder 19-Jährigen, aber mit denen, die wollten sich dann auch mit mir treffen, weil sie es ungerechtfertigt fanden. Sie sind ja keine Antisemiten. Gut, warum teilt ihr dann Aufrufe zu irgendeiner Nakba-Demo in Hamburg, wo es dann auch zu antisemitischen Ausschreitungen kam? Die Polizei hat die Demo beendet. Deshalb, gut, warum teilt ihr sowas überhaupt? Warum seid ihr überhaupt in irgendwelchen Telegram-Gruppen, wo solche Aufrufe rumkursieren, wenn ihr doch angeblich keine Antisemiten seid? Und das Erste war dann irgendwie, die Leute, also sie sagen, also natürlich sind sie keine Antisemiten. Niemand ist ja offener Antisemit. Aber die Definition von denen, was denn Antisemitismus ist, war schon grauenhaft. Das war nämlich, sind Semit, Leute, die semitische Sprache sprechen. Ja, und Oh, das sind weißt schlaue du, und woher Leute. kommt es? Ja, Ja, woher nee, das kommt muss jetzt es? nicht Weil halt aufgeführt von, werden, ne? weil das ZFA Ja. versäumt hat an den Schulen seit frühen, seit in der politischen Bildung eben über den Antisemitismusbegriff aufzuklären. Das ist alles von oben, von solchen Institutionen eben versäumt worden. Das ist, weil es ein dysfunktionales Institut ist. Und wenn das eben keine, also man kann ihnen das ja schon fast gar nicht mal mehr vorwerfen. Wenn sie Nee. hier in diesem Land, in der Bildung so ungebildet bleiben, obwohl es eigentlich hier die Grundlagen schon längst gibt, da rege ich mich gerade auf. Hier gibt es die Grundlagen seit den 50er Jahren, seit Adorno und der authentischen Antisemitismusforschung und der IRA-Antisemitismusdefinition und so weiter und so weiter. Aber das ZFA hat das alles absichtlich versäumt. Und denen kann man das fast gar nicht mal mehr vorwerfen. Die Aussage, die Sie da getroffen haben, die du gerade gesagt hast, ist dieselbe Aussage, die Belasch in seinem Podcast artikuliert hat.
Und dieselbe Aussage kommt auch von einem Pierre Vogel. Also ja, daran siehst du mal, Pierre Vogel deutet den Antisemitismusbegriff genauso wie Belasch und wie diese linken, ahnungslosen Leute, die glauben, sie seien hier nicht einer antisemitischen, einem antisemitischen Artikulationsmuster auf den Leim gegangen. Ja, genau. Hast du denen das hoffentlich erklärt und dann haben sie es verstanden? Nö, verstanden haben die gar nichts. Also sonst, ja. Das ist aber auch, wie gesagt, die sind so 18, 19, 20 und die gehen dann irgendeine andere Stadt studieren und die lernen, am besten verlernen sie dazu, aber wenn nicht, dann behalten sie dieses Gedankengut und vertreten das dann nachher nach außen hin so ganz selbstverständlich, weil das ist ja irgendwoher muss das ja kommen. Es ging dann ja auch weiter. Also es ging dann irgendwie, rechter Antisemitismus ist da natürlich wie immer pfui bäh, Querdenker sind ganz doll doof. So, irgendwie, ja, natürlich ist alles richtig, stimme ich hier auch zu, da sind wir uns ja einig, Nazis sind scheiße, mag halt keiner. So. Halle war halt auch ein Rechtsradikaler, aber ja gut, also die meisten Übergriffe von auf Juden finden halt nicht von Rechtsradikalen statt, auch wenn es da irgendwie diese verfälschten BKA-Statistiken gibt, was auch ein Problem ist, aber dann ging es halt weiter, aber man müsste doch dann, das fand ich so krass, da hat dann jemand, mit dem ich hier in Lübeck zusammen auch Veranstaltungen gemacht habe, der war auch mit dabei und der sagte dann, ja, aber irgendwie fällt euch das nicht auf, wenn irgendwie eine Nazi-Partei wie der Dritte Weg, wie wenn deren anti-israelische Pamphlete sich inhaltlich durch gar nichts unterscheiden von irgendwelchen anti-imperialistischen linken Gruppen, deren Aufrufe ihr ja teilt, also wo ihr vielleicht auch hinfahrt oder so auf deren Nakba-Demo nach Hamburg, fällt euch das nicht auf, irgendwie, wenn Nazis und irgendwie Linke und teilweise auch Leute mit Migrationshintergrund da, wenn die sich eigentlich komplett einig sind, das ist völlig austauschbar, ob es der Dritte Weg ist oder irgendeine Young Struggle aus Hamburg, deren Aufruf sie geteilt haben. Da meinten die, ja, aber das müsste man, ja, bei Nazis ist das ja klar, was die wollen. Bei Linken ist so, ja, die wollen ja, also das, und das, nee, also einem Juden ist das ehrlich gesagt ziemlich egal, ob der von Nazis, Linken oder Islamisten oder von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern angegriffen und verprügelt oder totgeschlagen wird, weil wo ist da der Unterschied? Also das eine ist dann weniger schlimm oder was? Das wäre, also was ist das für eine schwachsinnige Argumentation? So, und da war dann, da gedacht, okay, komm, das hat überhaupt keinen Sinn. Also das hat gar keinen Sinn mit Leuten, die dann nicht mal so einfachste Gedankengänge nachvollziehen können und sowas ernsthaft halt behaupten. Und wie gesagt, das sind halt keine 14-jährigen, bildungsfernen Hochhausbewohner oder so. Das sind halt irgendwie gut situierte Gymnasiasten, weil ich weiß es selber, alle Linken, alle, okay, sagen wir, 95% kommen halt aus gutem Elternhaus, kommen halt alle aus dem Mittelstand, haben irgendwie eine akademische Bildung vor sich. So, die Eltern sind halt irgendwie, keine Ahnung, teilweise auch Oberschicht, so, die Rebellion gegen Mama und Papa, die sind ja nicht doof und trotzdem vertreten die halt solche Gedankengänge und weil sie halt die Grundlagen der authentischen Antisemitismusforschung nie gelernt haben, weil sie die Unterschiede zwischen Antisemitismus und Rassismus nie gelernt haben. Das ZFA versucht das ja die ganze Zeit zu subsumieren. Wie du siehst, das ZFA halte ich für einer der größten Probleminstitutionen, absolut. Quacksalber sind das halt. Also. Ja, das ist ein trojanisches Pferd. Das ist ein regelrechtes trojanisches Pferd. Und wenn sie das nicht gelernt haben, früh schon, und gleichzeitig aber in deutschen Medien Täter-Opfer-Umkehr gegenüber in der Berichterstattung gegenüber Israel sehen, in den hohen diplomatischen Paketten wie den Vereinten Nationen, Israel-Bashing und Begriffe wie Apartheidsstaat Israel und so weiter und den Begriff Zionismus mit Rassismus in Verbindung gebracht wird und so weiter. Wenn die all das sehen, wie sollen sie denn auf andere Conclusion kommen? Und gleichzeitig eben, dass die neuen Medien hier mit sozialen Netzwerke und all was da halt auch von irgendwelchen Fake News Seiten oder pro-Palästina, unkritisch pro-palästinensischen Seiten, die Al Jazeera nahestehen, ja, wie dieses AJ Plus und ja, irgendwelche TRT Deutsch und so. Wenn sie das, ja, gut, das halt auch, aber, ja, aber überall AJ Plus, ja, wirkt super jugendlich. Wirkt super cool, ja, wirkt super irgendwie voll in Ordnung und so. Ey, wenn sie damit aufwachsen, das sehen und dann halt auch keine Widersprüche und keine Widerrede bekommen in der Schule, wie sollen sie denn auf was anderes kommen? Das verstehst du so? Das tut mir auch sehr leid, das zu sagen. Ich will die gar nicht schützen. Nee, ich will die überhaupt nicht schützen. Aber die Schuld liegt nicht bei den 19-Jährigen.
Die Schuld, Die sind die natürlich ein Produkt, Verantwortung, genau, ein Produkt die der. Verantwortung dafür liegt hier in Deutschland in seiner weiterhin antisemitischen, anders aber in einer antisemitischen Politik. Also, wenn, ich meine, man weiß doch eben nicht erst jetzt, seit der IRA-Antisemitismus-Definition wirklich, was Antisemitismus ist. Adorno hat doch schon, wie gesagt, kann ich nur wiederholen, die Grundlagen gelegt. Er ist weltweit führend damit gewesen. Und man hat Yad Vashem und man hat auch Monika Schwarz-Friesell und Julia Bernstein und Samuel Salzborn und man hat auch noch andere, die vor ihnen da waren. Man hat diese Dinge nicht in die Bildungspolitik hier implementiert, nicht weil man nicht wusste, sondern weil diese Institutionen einfach schon ein Geist dort existierte, der gewisse Traditionen, sage ich mal, nicht ablegen konnte. Ja. Und wir wissen ja, die Bundesrepublik wurde eben nicht von lupenreinen Demokraten aufgebaut, sondern die Bundesrepublik und die Institutionen wurden eben nur von ehemaligen oder teilweise von ehemaligen Partei, NSDAP-Parteifunktionären aufgebaut, die irgendwelche Hinterbänkler waren, ja, die dann halt einfach nur ihr Parteiheft weggeworfen oder ihr Button weggelegt und dann haben wir SPD, haben sie drauf gemacht, haben wir CDU drauf gemacht oder FDP, ja, und später auch Grüne. Und wir sehen, wenn wir die Linke noch dazu holen, dann wissen wir ja, das ist ja die Nachfolgepartei der SED und was da halt auch für einen Geist herrschte. Also, ne, die Menschen waren ja nicht weg. Viele waren ja auch dann, sind ja verbeamtet, ließen sich dann halt auch mit ihrem Gedankengut eben da auch aus diesem System gar nicht so einfach rausbekommen, so selbst wenn man es gewollt hätte. Und dementsprechend haben sich da halt auch diese Traditionen erhalten. Und wenn da irgendjemand kommt, der sagt, hey, wir müssen ja mal wirklich was gegen den Antisemitismus machen, es kann ja nicht sein, dass dieses Schulbuch Israels so darstellt oder hier behauptet wird, irgendwie die Nazis hätten einfach nur irgendwie die Juden ermordet, Moment mal, so, das waren unsere Eltern und Großeltern, ja, sondern ganz klar, die Nazi-Bewegung war eine Massenbewegung. Wenn all das nicht und auch die Theorie zum Antisemitismus, das nicht eingeführt wird in die Schulbücher, das wird, also bevor was in einem Schulbuch reinkommt oder nicht reinkommt, sind da zig Menschen, die sich das anschauen und anhören und sich Anhörungen und sich Überlegungen und Publikationen, das passiert nicht einfach so by mistake. Nicht oder bei Mistake doch. Und damit hat es halt etwas zu tun. Und da gibt es, da kann ich nur wirklich den Regisseur von diesem Film Mazel Tov Cocktail zitieren. Der hat Folgendes gesagt. Er sagte auf die Frage hin, warum seine Eltern und er aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Da sagte er so ganz offen und straight und trocken, er sagte, naja, die Zionisten sind nach Israel gegangen, die Kapitalisten sind in die USA gegangen und die Masochisten, die sind nach Deutschland gekommen. Ja, das ist ein ehrliches und relativ realistisches Statement wahrscheinlich. Ne? Ja. Dem konnte ich nur zustimmen und klatschen und lachen. Und gleichzeitig innerlich bin ich auch traurig, weil es so war. Ja. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Sadisten sind halt immer noch da. Ja. Josef Wolf, der war, kennst du den vielleicht? Ein jüdischer Holocaust-Forscher oder Historiker, war auch in Auschwitz, mit Leon Poliakow auch gut befreundet gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der hat sich 1974 das Leben genommen, weil er meinte, er kann noch so viele Bücher über den Holocaust und über das Dritte Reich schreiben. Der hat irgendwie zig Bücher geschrieben, die sind mittlerweile auch, der ist auch nie so richtig bekannt geworden, aber mittlerweile sind die Bücher auch jetzt überholt. Aber der hat ja über 20 Bücher über das Dritte Reich und den Holocaust geschrieben und er meinte, er kann so viel schreiben, wie er will. Es ändert sich nichts, wenn nebenan, im Häuschen nebenan halt die Altnazis und die Holocaust-Täter halt weiter in ihre Geranien züchten und so sinngemäß. Ich kriege das Zitat. Genau, so ist es halt auch. Und also die kriegen ihre Kinder. Und ich will damit nicht sagen, es gibt eine Kontinuität des NS, also zumindest des antisemitischen Denkens, gibt es halt bis heute. Es äußert sich halt nicht mehr so. Es modernisiert sich ja. Antisemitismus ist ja, es ist ja nicht, also dominant ist ja nicht der Nazi-Antisemitismus, sondern der Antisemitismus, den wir jetzt schon lange ein paar Mal durchgekaut haben jetzt heute, aber es gibt diese antisemitische Kontinuität, die gibt es seit... Genau, und ich meine, da weiß ich nicht, welcher Bauer diese Redewendung erfunden hat, aber da ist wirklich vieles dran. Eine braune Saat kann halt auch gerne mal rote Früchte tragen. Ach,
Ja, also ich glaube auch, dass ich finde, das kann man auch ganz gut auf die heutige Zeit übertragen. Das ist nämlich ein Trugschluss, was nämlich diese Leute wie Heiko Maas und wie sie alle Zentrum für politische Blödheit und wie sie alle heißen, diese Genau. ganzen guten Deutschen, diese ganzen geläuterten guten Deutschen, die ja alle aus Auschwitz, wegen Auschwitz in die Politik gegangen sind oder sich wegen Auschwitz jetzt irgendwie gegen die AfD so engagieren, das sind ja Leute, die checken gar nicht. Also die haben keine, die haben ja gar keinen Begriff vom Nationalsozialismus. Die haben sich damit nie wirklich intensiv auseinandergesetzt. Sonst würden sie einfach wissen, dass sich Geschichte nicht immer eins zu eins wiederholt, sondern dass es auch anders laufen kann. Und das, was ein faschistisches Moment ist, muss sich nicht immer eins zu eins genauso ausdrücken, wie es halt irgendwie in Italien oder noch, also viel, viel radikaler noch in Deutschland halt war, sondern gewisse Elemente des NS und des Faschismus äußern sich anderweitig heute. Und ich sehe halt irgendwie ich will nicht sagen faschistische Massenbewegung, aber das so. Ich sehe halt, das wiederholt, also das äußert sich halt ähnlich eher auf andere Art und Weise. Und da sehe ich jetzt, also die AfD ist keine Massenpartei, die haben keine Massenbasis mit marschierenden braunen Horden, wenn Björn Höcke das befiehlt. Da sehe ich auch Elemente des NS, die da überlebt haben, die sich auch in dieser Partei wiederfinden. Aber ich sehe nicht, dass das jetzt die, also dass das so nahtlos Schau fortgeschrieben. mal, wenn du braune Saat in den Mund nehmen würdest und kauen würdest, schmeckt das sicherlich meistens bitter. Aber die roten Früchte schmecken süß. Daran merkt man halt einfach, wie wir es wahrnehmen, kann sozusagen in der Zeit, in der wir leben, für uns so harmlos und süßlich wirken, ist aber am Ende des Tages doch toxisch und gefährlich. Und nur weil, das ist ja halt das Ding, nur weil die Leute meinen, irgendwie, also links automatisch verbinden mit irgendwie für Gleichheit, für Gleichberechtigung, für all diese positiven Attribute, Humanismus und so weiter, heißt es nicht, dass die Leute, die in dieser Ideologie drinstecken, nicht doch gewisse tiefsitzende Antisemitismen haben, die sie dann halt auch artikulieren und dementsprechend diese Form von oder diese bestimmte Strömung ihrer linken Ideologie auch mit antisemitischen Motiven gestalten und umsetzen. Und das ist, was man verstehen muss. Und man muss jede Form des Antisemitismus eben bekämpfen, egal ob sie von links, von rechts oder eben aus migrantischer oder muslimischer oder von mir aus buddhistischer oder wo auch immer sie auch immer vorkommen, bekämpfen. Auch von jüdischer Seite. Antisemitismus unter Juden muss ebenfalls bekämpft werden. Es gibt einfach Juden, die sind so gegen die jüdische Kultur, sprich Religion, jüdische Bräuche und so weiter. Auch das ist Antisemitismus. Natürlich müssen wir Juden das selber irgendwie zurückdrängen, ja, genauso eben wie im Islamismus. Wie in der muslimischen Religion halt innerhalb der friedlichen Muslime selber der Islamismus bekämpft werden muss. So versuche ich halt auch innerhalb von Juden Rassismus und Antisemitismus zurückzudrängen, wenn ich ihn finde. Und ja, und die Mehrheitsgesellschaft hier muss auch endlich aufhören. Wenn sie anständige Menschen sein möchten, ihre Gleichgültigkeit dem gegenüber aufrechtzuerhalten. Und ja, jetzt haben wir schon vor 2 Stunden gesagt, dass wir schon 2 Stunden reden. Jetzt reden wir schon 2,5. So, mein Lieber, es ist nicht so leicht beim Thema Antisemitismus zu einem Persönlich positiven, kommen. Ja. versöhnlichen und empower, also empowernd schon, aber dass man da so rauskommt und sagt so, ja. Yes, jetzt bin ich motiviert. Das ist nicht so einfach. Wir haben es hier halt eben mit einem Jahrhunderte- und Jahrtausendealten Phänomen zu tun, mit sehr festen und verfestigten Strukturen und Argumentationen und Artikulationsmustern, mit Brutalität und Gewalt und Hass. Und wir müssen trotzdem weitermachen. Genau. So. In diesem Sinne. In diesem Sinne, ich danke dir, lieber Ben, Dir dass du auch. dir Zeit genommen hast Dann für schönen Sonntag noch. diese Aufnahme und wir sehen uns in Hamburg in ein paar Tagen. Bis bald. Genau. Genau. Ich wünsche dir auch einen Ciao. schönen Tag. Ich Tschüss. dir auch. Tschüss.